Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wiener Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müllbauer und heute darf ich euch Pascal Lotas vorstellen. Er ist ein Schweizer Wissenschaftler, der in Tokio lebt. Er hat Philosophie und Geschichte studiert. Seit 2019 ist er Associate Professor im Bereich der Neutrality Studies am Waseda Institute for Advanced Studies. Er hat zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Artikel bereits publiziert und hat zu mehreren Forschungsprojekten gearbeitet bzw. mitgewirkt. Er ist unter anderem auch tätig für einen sehr spannenden YouTube-Kanal, den wir nur sehr empfehlen können, auch mit demselben Namen Neutrality Studies. Genau. Lotas, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, genau für dieses Interview bzw. Gespräch. Danke dir, Josef. Beginnen möchte ich ganz kurz, bevor wir auf den Inhalt eingehen, auf deine Forschung und auch auf deine Bücher. Bevor wir auf das alles eingehen, möchte ich dich fragen, hattest du akademische Vorbilder und was hat dich überhaupt bewegt zu studieren? Also ich hatte, bewegt zu studieren hat mich eigentlich meine Faszination für die Philosophie. Ich habe meinen Bachelor-Abschluss in Philosophie und Geschichte gemacht und schon im Gymnasium habe ich mich eigentlich in die Philosophie verliebt und ich wollte dieses Thema weiter bearbeiten und da gab es nichts, also weiter studieren und da gab es nichts anderes als zur Universität zu gehen und dann habe ich in der Universität Freiburg, also in der Schweiz, 3,5 Jahre lang Philosophie gemacht und akademische Vorbilder in dem Sinn hatte ich nicht. Ich habe immer die Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts großartig gefunden, also vor allem Leute wie Hannah Arendt, aber auch John Stuart Mill haben mich fasziniert mit ihren Gedankengängen und diesen Leuten wollte ich dann auch weiter hinterhergehen und herausfinden, was denn noch alles da war und dann auch die Interpretationen davon. Und später hat mich dann eher die politische Philosophie fasziniert und von da aus bin ich dann in die internationalen Beziehungen gekommen eigentlich. Also ich bin da dann so von der Philosophie her abgedriftet eigentlich bis dann jetzt in dieses Thema hinein und jetzt mache ich Neutralität, weil ich herausgefunden habe, dass dort am meisten relativ viel Bedarf besteht, obwohl ich ursprünglich gedacht hatte, das sei, wie ein anderer Schweizer einmal gesagt hat, ausgeforscht. Aber dem ist nicht so, habe ich herausgefunden. Ja, genau. Und was hat dich persönlich bewegt, in die Neutrality Studies zu gehen? Also wo genau, was hat dich genau angezogen? Also erstens, weil es vielleicht ein veraltetes Konzept ist, wie vielleicht manche Liberale sagen würden heutzutage, oder weil es gerade an dem Puls der Zeit ist, dass wir mehr Neutralität fördern, weil es ja auch verbunden mit einer Friedenspolitik ist? Oder ja, aus welcher Richtung kommst du? Oder was hat dich da persönlich so motiviert, getrieben, das zu machen, zu studieren? Also Ich bin nach Japan gekommen und habe hier meinen Master gemacht, zurück in die Schweiz und dann bin ich wieder gekommen, weil ich es bereut habe, dass ich zurück bin und habe dann meinen PhD angefangen und dann habe ich nach einem Thema gesucht. Und mein Professor hat mir damals gesagt, weißt du, Pascal, wir wissen noch nicht genau, was eigentlich die Schweiz und Schweden so mit Japan gemacht hat, damals im Zweiten Weltkrieg, obwohl das jetzt schon 70 Jahre her ist. Also ihr wart ja neutral und ich weiß, dass ihr hier wart, dass ihr hattet eine diplomatische Vertretung, aber wir wissen nicht genau, was da geschehen ist. Und da habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das mal an für ein Papier einfach mal was zu schreiben. Und da habe ich herausgefunden, wie viel an historischem Material da noch aufzuarbeiten war. Einfach über die Beziehung neutraler Staaten mit Japan im Zweiten Weltkrieg. Da gab es nicht viel dazu. Es gab ein Buch über Spanien, aber nichts über die Schweden und die Schweiz, also nichts Ausführliches. Und da habe ich mich dann für mein PhD diesem Thema angenommen und das erforscht. Und während meinen Forschungen ist mir dann ein Buch in die Hände gefallen von Marthe Abbehus. Sie ist eine Professorin in Neuseeland und sie hat 2014 dieses brillante Buch geschrieben, An Age of Neutrals, über neutrale Staaten im 19. Jahrhundert. Und siehe da, Frau Abbehus schreibt nicht über die Schweiz und Schweden vor allem, auch ein kleines bisschen, aber vor allem über die USA und Großbritannien und Frankreich und auch Japan und Russland. Die waren alle neutral, immer wieder on and off.
Und das ganze Argument des Buches ist, man kann sich das 19. Jahrhundert hätte nicht so stattfinden können, wie es stattgefunden hat. Die Großmachtpolitik des Wiener Kongresses hätte so nicht funktioniert, hätte es nicht dieses Konzept der Neutralität gegeben. Und ihr brillantes Argument auch, dass die Neutralität eben eigentlich eine Stütze dieses ganzen Prozesses war. Und es waren eben nicht Kleinstaaten, es waren Großstaaten. Und deshalb haben wir ein Neutralitätsrecht. Wir haben die Haager Konvention nicht, weil sich damals 1899 und 1907 die Welt gesagt hat, machen wir nochmal ein Neutralitätsrecht für die ganz Kleinen, damit die auch wissen, was sie zu tun haben. Nein, das haben sie für sich selbst gemacht. Es ging um die großen Staaten, die immer wieder mal neutral sein wollten, währenddem sich die anderen die Köpfe einschlagen. Und das hat mir die Augen dafür geöffnet, wie ich eigentlich dieses Konzept missverstanden habe. Und je weiter ich dann eigentlich das untersucht habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass dieses Missverständnis weit verbreitet ist und dass dieses Konzept A, sehr viel Potenzial hat und B, sehr viel noch Aufarbeitungsbedarf besteht. Und dass man das sehr viel breiter fassen kann, als es ist. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das und mache dann auch Neutrality Studies eigentlich eine Initiative auf, um auch andere Forscher zusammenzubringen, damit wir gemeinsam mehr erreichen können. Das klingt super spannend und auch sehr wichtig. Genau, bevor wir vielleicht auf das Feld der Neutrality Studies eingehen, vielleicht eine kleine Begriffsbestimmung. Es gibt ja viele Arten der Neutralität sozusagen, also ad hoc, gelegentlich, dauerhaft, von Fall zu Fall etc. Es gibt auch viele Perspektiven auf die Neutralität, sei es rechtlich, politisch etc. Mit was für einem Begriff der Neutralität arbeiten Sie in Ihren Büchern? Was ist vielleicht der gängigste? Gibt es überhaupt einen Konsens? Weil ich komme ja selber aus den Sozialwissenschaften und ich weiß ganz genau, über Demokratie wird zum Beispiel ja, jahrzehntelang gestritten. Also man kommt nicht auf einen grünen Zweig. Also man weiß nicht, was das ist. Man kann, die wissenschaftliche Community kann sich nicht einigen. Ist es in der Neutralitätsstudies auch so, dass man einfach viele Begriffe hat, die parallel nebeneinander kursieren? Oder gibt es da so einen hegemonal etablierten oder einen anerkannten, quasi breit anerkannten Begriff der Neutralität? Nein, meines Wissens ist es genauso. Also es ist sehr umstritten, was jetzt noch als neutral gilt und was nicht. Es gibt einige Schlüsselbegriffe, das sind aber eher Kategorien, mit denen man versucht, da ein bisschen die Konzepte voneinander zu trennen. Also sicher mal die klassische Neutralität des Völkerrechts, dann das Non-Alignment, respektive die Bündnisfreiheit auf Deutsch, was dann eher ein Begriff des Kalten Krieges ist. Und dann versucht man das ab und zu noch zu trennen, ob man jetzt von politischer Neutralität spricht oder wirklich legaler Neutralität oder ob man dann noch über permanent neutrale Staaten spricht oder eine situative Neutralität. Und dann innerhalb dieser Kategorien gibt es dann auch noch andere Begriffe. Also man kann dann versuchen zu unterscheiden zwischen territorialer Neutralität und maritimer Neutralität. Und das hat dann auch immer wieder Konnotationen zu den verschiedenen Jahrhunderten eigentlich. Also eben die maritime Neutralität ist ein Begriff, der war vor allem im 16., 17., 18. Jahrhundert, auch ins 19. noch relativ wichtig. Der ist mittlerweile eigentlich ausgelaufen. Lustigerweise der Begriff zum Beispiel der bewaffneten Neutralität, das ist ein Begriff, der vor allem für die Schweiz und Österreich heute sehr wichtig ist. Und dann sagt man immer, das bedeutet, man hat eine Armee. Der Begriff selber kommt eigentlich aus der maritimen Neutralität und bedeutet eigentlich, das sind Schiffe, die bewaffnet sind und dann auch auf kriegsführende Schiffe schießen, wenn die versuchen, an Bord zu gehen und dann Kontrollen durchzuführen. Das hat Katharina, die Große, das war eine russische Erfindung, die hat das eingeführt. Und da hat sich der Begriff eigentlich dann gewandelt von der einen Kategorie, von der einen Domäne in die andere. Und das ist es ist ein bisschen chaotisch, aber das sind vor allem Unterschiede, die man machen kann oder machen muss, wenn man die verschiedenen Arten der Neutralität aufschlüsseln will. Aber was denn jetzt tatsächlich als neutral gilt und was nicht, da haben wir keinen Konsens. Das Wort, also Neutralität an sich ist auch, was ich auf Englisch immer nenne, ein very fuzzy Konzept. Das lässt sich sehr, sehr breit dehnen oder sehr, sehr eng definieren. Aber drum macht es am meisten Sinn, wenn man eigentlich sich im Gespräch
oder respektive in der Analyse dann mal bestimmt, was man jetzt noch als neutral definiert und was nicht. Im Prinzip geht relativ viel, aber das hat dann vielleicht nicht mehr viel analytischen Wert, wenn man alles als neutral erfassen würde. Ja, ich finde das ja sehr spannend, weil im Gespräch mit dem Schweizer Diplomaten und Politiker Christoph Blocher ist ja auch genau dieses Thema gefallen, nämlich enger oder breiter Begriff. Und für ihn war das zum Beispiel auch schon ein Wirtschaftskrieg, also eine Sanktion oder so. Das ist ja auch schon eine halbe Kriegsbeteiligung und das fällt ja auch schon quasi unter den Bedenken. Na, ist man jetzt neutral, wenn man jetzt Sanktionen ausübt oder andere Diplomaten des Landes ausweist oder so, ist das schon ein Akt des Angriffs sozusagen? Also hier in diesem Gespräch ist mir auch aufgefallen, okay, das ist tatsächlich schwierig zu definieren. Ab wann ist man jetzt beteiligt an einer Kriegsaktion? Ab wann ist man positioniert auch, also nicht nur moralisch oder mit Statements? Österreich hat sich ja ausdrücklich gegen die Invasion eigentlich alle Länder der Welt, basically. Genau, und deswegen... Das gilt aber noch nicht als Verletzung der Neutralität. Also die moralisch, das Mitgefühl der Ukraine gegenüber. Aber die Grenze ist trotzdem dünn, wenn es vor allem um Wirtschaftssanktionen geht, etc. etc. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, der Begriff der Neutralität ist eigentlich sehr, ist ein abhängiger Begriff, weil er ist drauf... Er beruht darauf, respektive er existiert nicht, wenn nicht noch ein anderer Begriff da ist, respektive ein anderes Problem. Und das ist der Konflikt, respektive der Krieg. Also ohne Krieg, ohne Konflikt keine Neutralität, weil dann hat man nichts, auf das man seine Neutralität richten kann. Das ist auch der Punkt im Völkerrecht. Wir haben Krieg und Frieden als Zustände. Die sind binär. Also entweder man ist im Krieg oder man ist im Frieden. Und dann gilt das eine von beiden Rechtssystemen. Die Neutralität ist nicht ein dritter Zustand. Die Neutralität ist der Umstand, dass ein Staat, der im Frieden mit zwei oder mehreren Parteien ist, existiert, diese Parteien untereinander, aber sich im Krieg befinden. Und dann fangen an, spezielle Konzepte zu greifen. Aber es ist eigentlich nur der Zustand, im Frieden zu sein mit zwei Partnern, die gegenseitig im Krieg sind. Das Völkerrecht, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat sich eigentlich dahin entwickelt, dass man immer versucht hat, diese Begriffe genauer zu fassen und eben Krieg und Frieden genau zu fassen. Wann fängt Krieg an? Wann hört er auf? Und dann, was sind die Verpflichtungen von Kriegsstaaten untereinander, also was dürfen die, was dürfen sie nicht, und auch, was sind die Verpflichtungen von neutralen Staaten, respektive was sind auch die Rechte dieser Staaten, und was dürfen die kriegsführenden Parteien nicht tun, also was dürfen die an Bord eines neutralen Schiffes und dort suchen, ob dort irgendetwas von einem kriegsführenden Staat transportiert wird, ja oder nein. Und das hat sich über lange, lange Zeit entwickelt. Das war nicht nur im 19. Jahrhundert, das war schon seit viel weiter vorher. Aber der springende Punkt ist, dass die Neutralität dadurch konditioniert ist, dass ein Konflikt existiert. Jetzt haben wir das Problem, dass seit dem Ersten und nachher noch nach dem Zweiten Weltkrieg diese Begriffe aufgeweicht wurden. Heute ist ja alles ein Krieg. Wirtschaftskrieg, Krieg gegen die Drogen, Krieg gegen Terrorismus, Cyberkrieg. Und dementsprechend hat die Neutralität ein Problem, oder? Wenn jetzt der Herr Blocher in der Schweiz sagt, wir müssen eigentlich einen Wirtschaftskrieg, respektive einen Wirtschaftskonflikt schon als Krieg definieren und wir müssen unsere Neutralität dementsprechend ausrichten, dann macht er damit einen valablen Punkt. Wenn aber die Schweizer Regierung sagt, nein, wir definieren Krieg so, wie es im Völkerrecht definiert ist, dass sobald dann militärische Aktionen stattfinden, ist man im Krieg und dann ist man militärisch neutral, dann hat die Schweizer Regierung auch einen Punkt. Und es ist so, dass die Schweiz und andere Staaten auch eigentlich Sanktionen noch nicht als Kriegsmittel definieren und deshalb sich auch das Recht nehmen, das souveräne Recht, die zu verhängen. Und da kann man die eine Meinung vertreten oder die andere. Es kommt darauf an, wie man zum Krieg steht. Und das ist nicht weder definiert noch irgendwie, da haben wir auch keinen Konsens darüber. Und in der Schweiz zum Beispiel will Herr Blocher jetzt so einen Konsens herbeiführen, indem er sagt, das müssten wir eigentlich mal national besprechen und dann drüber abstimmen. Ja,
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Vielleicht um vorweg ein paar populäre Missverständnisse bzw. Stereotype mal zu beseitigen oder zu dekonstruieren. Es gibt ja die gängige Auffassung, Neutralität habe mit Pazifismus zu tun. Beginnen wir vielleicht hier. Stimmt das? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Nein, Neutralität hat relativ wenig mit Pazifismus zu tun. Also wie gesagt, Neutralität hat vor allem damit zu tun, dass man sich nicht in einen bestimmten oder viele Kriege von anderen Staaten verwickeln lassen will. Es bedeutet aber nicht, dass man sich selber nicht schützt und es bedeutet auch nicht, dass man die eigenen Kriege nicht führen will. Wir haben eine riesengroße Anhäufung an Beispielen aus der Geschichte, in denen Staaten immer wieder mal kriegsführend waren, dann wieder neutral, dann wieder kriegsführend oder eben auch kriegsführend und neutral gleichzeitig. Das schließt sich auch nicht aus. Ein wunderschönes Beispiel ist im Zweiten Weltkrieg die Position Japans und der Sowjetunion gegeneinander. Ich meine, die beiden waren Japan war im Krieg mit den USA, Großbritannien, Frankreich, also den Alliierten auf der Seite des Pazifik. Und die Sowjetunion war im Krieg mit den Achsenmächten, also mit dem Verbündeten Japans, mit Deutschland, Italien, den anderen. Sie waren gegeneinander aber neutral. Und sie hatten sogar einen Vertrag unterschrieben damals 1941 im April. Der nennt sich ein Neutralitätsvertrag zwischen denen. Das haben die abgemacht. Und das ist. Klingt zwar komisch, war aber auch im 19. Jahrhundert und vorher immer wieder mal der Fall, dass Staaten untereinander abmachen, wir gehen nicht in den Krieg, aber wir halten uns die Option offen, mit anderen Staaten in den Krieg zu gehen. Also die Idee, wie die Schweiz oder Österreich, dass man niemals Krieg macht, oder auch die Idee, die nach dem Ersten Weltkrieg geboren wurde, dass Krieg an sich illegal wird. Das ist ein relativ neues Konzept. Und die Neutralität, die klassische Neutralität, stammt noch aus dieser alten Zeit, in der Krieg nach Clausewitz Formel einfach die Erweiterung des politischen Prozesses mit anderen Mitteln war. Und dementsprechend hat Neutralität an sich relativ wenig mit Pazifismus zu tun. Es gibt dann schon jetzt Staaten, also Costa Rica und auch der Vatikan, die unterhalten keine Armee, auch Liechtenstein hat keine Armee und ist neutral, okay. Könnte man sagen, ja, das sind pazifistisch neutrale, aber die anderen Länder, die sich heute neutral nennen, die haben alle Armeen. Also die Schweiz, Österreich, Finnland, Schweden sowieso. Also die sind zwar jetzt auf dem Weg raus aus der Neutralität, aber auch Irland, die Moldau, Mongolien, also die Mongolei, die haben alle Armeen und das Recht auf Selbstverteidigung, das gibt man ja nicht auf, auch wenn man sich als zu einem permanent neutralen Staat erklärt. Im Gegenteil, also es gibt gute Argumente dafür, dass neutrale Staaten eben relativ große Armeen unterhalten müssen, weil sie zu jeder Zeit ihre Neutralitätsverpflichtungen auch nachkommen können müssen. Also zum Beispiel Kriegsparteien den Durchzug durchs eigene Land verwehren können. Das müssen sie eigentlich leisten können. Nicht um jeden Preis, aber also aus dieser Logik heraus würde niemand argumentieren, auch aus dem Völkerrecht, dass ein neutraler Staat keine Armee haben darf. Ja, genau, das ist ja auch ein so Stereotyp, dass man jetzt, wenn zum Beispiel auch es um die Ukraine geht und die derzeitigen Konflikte dort, dann sagt man ja immer, ja, Putin fordere die Entmilitarisierung der Ukraine und eine Neutralität. Und damit soll gemeint sein, ja, absolut keine Armee und keine Polizei und wehrlos. Also man zieht immer die Assoziation, wenn man neutral ist, also dass man keine Armee hat und dass man wehrlos ist. Also das ist auch so eins der gängigen Stereotype, die in politischen Diskussionen durchaus aufkommen. Ein anderes wäre zum Beispiel Isolation, Desinteresse an politischer Teilhabe und so weiter. Also es gibt ja tatsächlich viele auch negative Stereotype. Genau, Egoismus, nur auf die eigenen Interessen bedacht und so weiter. Und jetzt habe ich vor kurzem einen Kollege von der rechtswissenschaftlichen Fakultät, der dort unterrichtet hat, Völkerrechtler Ralf Janik zum Beispiel meinte auch, er ist einer von der liberalen Stoßdenkrichtung,
Dem würde ich zum Beispiel natürlich entgegentreten wollen, aber er meinte, dass zum Beispiel die Neutralität in Bezug jetzt auf Österreich, dass sie die Handlungsfähigkeit einschränkt. Denn jetzt in Bezug zur Ukraine zum Beispiel ist Österreich handlungsunfähig, denn wir können der Ukraine nicht helfen. Also das wäre sozusagen auch sein Gedankengang. Und das sehen wir bei liberalen Denkern, vor allem jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs, sehen wir, liberale Denker gehen anscheinend immer davon aus, dass das sehr eng gefasste Neutralitätsbegriff quasi, dass das negativ konnotiert ist. Genau, vielleicht täuscht sich meine Einschätzung, aber genau, so wird die politische Debatte im Moment geführt, meiner Meinung nach. Da bin ich mit dir einverstanden und es ist einfach ein Denkfehler. Also wenn man davon ausgeht, dass man der Ukraine nur helfen kann, indem man sie mit Waffen vollpumpt und allenfalls noch Militär-Advisors schickt, dann ja, dann schränkt die Neutralität ein. Wenn man aber davon ausgeht, dass man der Ukraine allenfalls auch diplomatisch helfen könnte, so wie zum Beispiel euer Bundeskanzler versucht hat, als erstes Staatsoberhaupt der EU wieder mit Putin zu reden, nachdem er die Invasion gestartet hat, dann muss man schon sagen, nein, neutrale Staaten haben sehr viele Möglichkeiten zu helfen. Und da habe ich auch wieder viele Beispiele, also aus dem Zweiten Weltkrieg, wo neutrale Staaten einfach diplomatisch versucht haben, allen ihren Partnern zu helfen. Sie haben auch versucht, von allen Partnern Geld zu nehmen und mit allen Partnern Handel zu treiben. Ja, die zwei Dinge gehen Hand in Hand, weil der Witz der Neutralität ist, dass man mit kriegsführenden Parteien nicht im Krieg ist. Wenn man nicht im Krieg ist, dann ist man befreundet. Punkt. Man ist mit beiden befreundet. Man hat dann das ganz natürliche Problem, dass beide Seiten sagen werden, wie kannst du nur mit meinem Feind arbeiten, du schlechter Kerl? Und das ursprüngliche Problem ist dann immer, dass die Seite, die gewinnt, die wird dann immer sagen, ah, und ihr wart auch nicht auf unserer Seite. Also man war dann nie ein Verbündeter der Bösen, aber man war auch nie ein Verbündeter der Guten, egal wer von beiden gewinnt. Und da bin ich auch relativ fatalistisch. Also unsere Geschichtsbücher werden von den Siegern der großen Kriege geschrieben. Es ist kein Zufall, dass wir uns nicht an die horrenden Kriegsverbrechen Amerikas und der Briten erinnern. Wer erinnert sich schon dran, wie viele Millionen Menschen im britischen Imperium gestorben sind im 19. Jahrhundert, weil man sie verhungern hat lassen oder weil man sie niedergeschossen hat? Daran erinnert man sich einfach nicht, weil, warum auch? Das war nicht Fokus. Wird auch nicht kultiviert. Es wird auch nicht kultiviert, nein. Also die Sieger dieser großen Kriege, das sind dann die Narrative, in denen wir leben. Und die Neutralen müssen dann leider auch damit leben, dass sie dann immer wieder, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird, ihr Schlimmen. Aber, und man hat das, also die Schweiz, die hat im Zweiten Weltkrieg mit dem kriegsführenden Handel getrieben, aber sie hat es versucht, auf beide Seiten zu machen. Nicht aus Großherzigkeit, sondern weil es Sinn macht. Und sie hat aber auch diplomatisch auf alle Seiten versucht, zum Beispiel die Interessen dieser Staaten zu vertreten, also gerade in Japan, amerikanische Kriegsgefangene zu besuchen, britische Kriegsgefangene zu besuchen, denen auch Gelder zu verteilen und das Gleiche für Japaner in Großbritannien oder in den USA zu tun. Das war einfach da. Und das macht man so, weil man eben nicht im Krieg ist mit keiner von beiden Seiten und dann eben auch nicht Partei ergreift. Der Unterschied zur Situation jetzt ist der, dass Österreich und die Schweiz beide eigentlich politisch Partei ergriffen haben, auch wenn sie militärisch das nicht tun und dort auch differenzieren. Aber ja, das ist so vielleicht die Antwort auf diese auf dieses Problem, auf dieses Dilemma. Und neutrale Staaten werden immer in diesem Dilemma stecken. Da kommt man nicht raus. Das sieht man ja jetzt zum Beispiel mit Indien, wie Indien dafür kritisiert wird, dass sie nicht Sanktionen gegen Russland verhängen oder auch China. Russland verlangt nicht, dass sie auf die andere Seite versuchen, den Krieg zu unterstützen. Aber die Moralkeule, die im Moment vom Westen kommt gegen Staaten, die nicht mitmachen bei den Sanktionen, ist schon relativ extrem. Aber das ist auch klar, weil wir sind in einer Kriegsmentalität drin im Moment. Leider Gottes. Ja, und bevor wir auf das nächste Thema gehen, vielleicht
Ganz kurz, die Schweiz hat ja die dauerhafte Neutralität. Das bedeutet, egal was passiert, egal welcher Fall jetzt eintritt, sie ist dauerhaft, war ja auch im Zweiten Weltkrieg der Fall, als sie umzingelt war von lauter Gegnern quasi oder kriegerischen Nationen. Und bei Schweden ist es ja anders. Schweden hat ja so immer so eine Fall-zu-Fall-Regel. Das bedeutet, die entscheiden immer, okay, wie sieht die jetzt die geopolitische Lage aus? Und das würde ich auch gerne diskutieren wollen. Und zwar genau das ist ja auch der Punkt, wo jetzt zum Beispiel viele Debatten in den öffentlichen Medien und überhaupt in der Öffentlichkeit stattfinden. Auch in Österreich, auch in der Schweiz. Ist die Neutralität überhaupt noch modern und angesichts der Invasion Russlands und man kommt immer mit Schreckensszenarien. Professor Herfried Münkler zum Beispiel meinte, ja, morgen stehen russische Truppen in Polen sozusagen. Also man kommt immer mit so Worst-Case-Szenarien. Und da stellt sich dann immer die Frage, wenn du vom Worst-Case ausgehst, dann hast du ja auch schon ein gewisses Narrativ vorgelegt quasi. Und dann ist natürlich die Frage der Neutralität anders zu beantworten, als wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass diplomatisch dieser Krieg schon zu lösen sei. Also auch hier sehen wir wieder ein bisschen eine Verzerrung der Debatte. Aber die Frage ist halt, was passiert, wenn Schweden und Finnland in dem Fall, wenn neutrale Staaten, vor allem die eine Grenze haben auch zu Russland, wenn die der NATO beitreten, könnte das geopolitisch die Spannungen erhöhen? Oder keine Ahnung, ja. Ja. Fragen wir uns einfach, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Russland den Eintritt Finnlands und Schwedens in die NATO als ein deeskalierendes Element wahrnehmen wird? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Putin sagen wird, zum Glück sind die jetzt in der NATO, das beruhigt mich? Ich weiß es nicht, vielleicht denkt er so, aber ich habe nicht das Gefühl. Ich habe jetzt das Gefühl, dass aus dem Narrativ der Russen heraus jetzt eigentlich wieder dieses Bedrohungsszenario der NATO gegen sie eigentlich nur gestärkt wird und dass die Spirale der Gewalt und die Spirale auch dieser Bedrohungswahrnehmungen sich weiter dreht. Und die Polen werden sagen, wir haben es euch immer gesagt, die Russen sind denen kann man nicht trauen, die nehmen sich, was sie können und die Russen werden sagen, guckt, wir haben es euch immer gesagt, der NATO kann man nicht trauen, die brechen jedes Versprechen und die versuchen uns einzukesseln und einzuschließen. Wir müssen uns befreien. Diese Kriegslogik, aus der kommt man nicht raus. Jetzt kann man natürlich schon sagen, nein, Putin lügt einfach und es ist, Herr Putin ist der Hitler und Hitler kann man nicht mit Appeasement zum Stillstand bringen, also muss man mit den schweren Waffen dahinter. Da muss ich sagen, okay, gut, aber dann haben wir ein echtes Problem, weil den Hitler konnte man nur mit einem Weltkrieg stoppen. Dann haben wir echt ein Problem, wenn das die Idee ist. Und drum, also die neutrale Staaten und die Neutralität hat eigentlich deeskalierend gewirkt, meiner Ansicht nach. Und die Ukraine wurde erst zum ersten Mal überfallen von Russland in 2014, als Russland die Krim eingenommen hat, als es relativ absehbar war, dass diese neutrale Position der Ukraine jetzt endgültig eigentlich am Untergehen war, nachdem der Maidan-Coup den Janukowitsch eliminiert hat und die echte Gefahr bestand, dass die Ukraine die neue Führung unter der Ukraine allenfalls der NATO sich noch weiter annähern würde. Und dann hat Russland etwas geostrategisch getan, was geostrategisch Sinn macht, aber moralisch und völkerrechtlich nicht in Ordnung ist. Und das war der Angriff auf die Krim. Das Ganze kann man noch bis nach Khrushchev zurückverfolgen, oder? Das war schon ein riesengroßer Fehler, die Krim eigentlich der Ukraine anzugliedern, aber das war kein Problem, solange die Ukraine und Russland zusammen Teil derselben Union waren, so wie Nordirland kein Problem war, solange die UK Teil der Europäischen Union war. Und als dieses Gebilde zerbrochen ist, hat das dann auch zu diesen geopolitischen Verwerfungen geführt. Und natürlich, das ist keine Entschuldigung, es ist nur eine Erklärung dafür. Und das Problem, was wir haben, ist, dass die Neutralität das Potenzial hatte, diese Konflikte zu entschärfen. Und es auch entschärft hat. Es gibt einen guten Grund, warum Belarus und die Ukraine, Moldawien eigentlich relativ schnell nach dem Zerfall der Sowjetunion sich die Neutralität in ihre Außenpolitik oder sogar in ihre
Verfassungen geschrieben haben, weil sie gesagt haben, das macht am meisten Sinn. Ich meine, wir wollen weder mit Russland ein Problem haben, noch wollen wir jetzt uns den Westen irgendwie negativ beeinflussen. Also das war ein relativ logischer Entscheid und der ist zerbrochen und dann sieht man, wie eigentlich die Frontenbildung und die Verhärtung dieser Fronten stattgefunden hat und die ist jetzt auf einem Höhepunkt natürlich, dass drum auch Finnland und Schweden, die sich verabschieden, interessanterweise, aber ohne Volksabstimmungen, die beide sagen, das machen wir nicht, das machen wir parlamentarisch und da wollen wir gar nicht erstmal befragen, ob wir eigentlich eine 50-prozentige Mehrheit haben, dann sagen wir jetzt einfach, Gallup Polls zeigen das, drum muss das schon gut sein, okay, dürft ihr machen, so ist euer System, alles in Ordnung. Aber meines Erachtens wird das nicht deeskalierend wirken. Und wenn Kollegen von uns in den Sicherheitsstudien das Gefühl haben, dass man eben nur mit Abschreckung und mit harten militärischen Mitteln und mit Drohgebärden gegen Russland ankommt, dann sage ich, gut, ich hoffe, ihr habt recht. Denn wenn ihr nicht recht habt und das Ganze, dieser Krieg sich ausweitet oder schlimmstenfalls eben tatsächlich die NATO und Russland dann aneinander geraten, dann werden Helsinki und Stockholm auch einen Preis dafür bezahlen, für die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde. Das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Wenn es funktioniert und den Frieden erhält, wunderbar. Wenn nicht, dann haben wir ein riesengroßes Problem auf dem Kontinent, allenfalls größer als in den 40er Jahren, also katastrophal. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so weit kommt. Darum hoffe ich, dass die Kollegen recht haben. Ja, ich stimme mit allem zu. Ich finde, an dieser Stelle ist es sehr wichtig, etwas aufmerksam zu machen. Und zwar, ich bin ja auch Teil des herrschaftskritischen Netzwerks für Friedens- und Konfliktforschung. Und dort haben wir ausführlich diskutiert. Die Kolleginnen haben auch eine Stellungnahme bezüglich des Ukraine-Krieges veröffentlicht, wurden von liberalen Professoren gebasht. Und ich merke das auch im Gespräch mit Johannes Becker, der das Zentrum für Friedensforschung in der Uni Marburg gegründet hat, mitgestaltet hat, quasi jahrelang dort gearbeitet hat. Er wurde auch hart attackiert für seinen offenen Brief an Scholz, man möge keine Waffen liefern. Und genau das ist mir persönlich auch sehr wichtig, an dieser Stelle vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Diskurs sehr moralisch und auch emotional aufgeladen geführt wird und dass diese Debatte, und wir sehen auch eine Diskursverengung. Also es sind jetzt mehrere Begriffe gefallen, wo für viele eine rote Lampe leuchtet, wo viele sich unwohl fühlen, wo viele denken, ja, dem stimme ich zu oder nein, dem stimme ich nicht zu. Oder dann kommen so Kategorien und Stereotype und Totschlagargumente wie Putin-Troll, Putin-Versteher. Und dem allen aus dem Weg zu gehen und mit Fakten ganz ruhig und gemütlich und respektvoll zu kommunizieren, das ist unser Ziel und das ist auch das Ziel der Wissenschaft. Dass wir Fakten miteinander vergleichen und sagen, okay, was sind deine Argumente, was sind deine Theorien, was sind deine Perspektiven? Und die gewichten wir quasi und wägen ab und sagen, okay, wer hat das bessere Argument? Und so kommt man vielleicht, was auch immer Wahrheit ist, aber wir kommen dem ein Stück näher. Also ich glaube, an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen, weil es sind zum Beispiel Begriffe jetzt gefallen wie Maidan, also Coup und so. Und viele sagen, ha, das ist aber auch Verzerrung der Geschichte. Naja, aber ich hatte zum Beispiel ein 2,5-stündiges Gespräch mit Professor Ivan Kaczanowski von der Universität Ottawa, der gesagt hat, die empirischen Evidenzen sind ja unglaublich, dass das in den Medien nicht aufgegriffen wird. Also was da an Neonazis involviert waren, was da an paramilitärischen Strukturen involviert war. Also natürlich, und das sage ich auch immer aus einer herrschaftskritischen Perspektive, natürlich waren die Demonstrationen gerechtfertigt und auch berechtigt, denn das Verlangen, die Oligarchen aus dem Land zu bringen, egal ob pro-russisch oder pro-westlich, es waren oligarchische Strukturen, es waren Korruption, es waren fehlerhafte Demokratien. Natürlich kann man das auf die Ukraine absolut sagen und das war legitim und gut so. Aber was daran im Endeffekt daraus entstanden ist, vor allem mit westlichen Hilfen und NGOs und politischen Einflussnahmen, das kann man dann durchaus von einem Coup sprechen oder von einem Putsch. Also nur um die roten Lampen wieder ein bisschen auf Orange zumindest zu stellen. Genau an dieser Stelle. Da hast du absolut recht. Es ist auch wichtig, dass wir uns unsere Wortwahl überlegen. Das Problem ist, dass uns die Wörter auch ausgehen. Also wir könnten ja auch von Machtwechsel in der Ukraine sprechen. Und das ist eben das berühmte Framing. Und dieses Framing gibt dann ja auch sehr viel Preis über die Person, die spricht. Also da hast du absolut recht.
Wir müssen uns einfach immer wieder vor Augen halten, oder wie diese Framings von beiden Seiten kommen und dass der Janukowitsch aus diesen oligarchischen Strukturen kommt, steht außer Frage. Dass Herr Janukowitsch demokratisch gewählt wurde, steht auch außer Frage, weil er war ein elected president. Also der hatte die demokratische Legitimierung. Und wenn wir von Oligarchen im Osten sprechen, dann ist auch interessant, dass wir dann normalerweise nicht vom Oligarchen im Westen sprechen. Also da gibt es ja auch diese wunderschönen Gleichsetzungen. Also eben in Russland und in der Ukraine nennt man sie Oligarchen, in den USA nennt man sie Entrepreneurs, die dann trotzdem extrem viel Geld haben. Also da muss mir dann mal jemand erklären, warum ein Herr Bill Gates jetzt mit diesem Geld, das er hat, so viel Einfluss nehmen kann auf politische Institutionen und dann auch sehr viel Gehör bekommt, aber und dass man das nicht eine oligarchische Struktur nennt, aber auf der anderen Seite dann schon. Und da gibt es natürlich, weil mit ziemlicher Sicherheit soziale Studien dazu, die dazu auch Aufschluss geben könnten. Aber wenn wir uns von über das Framing unterhalten, ist es immer wichtig, dass wir und die anderen uns vor Augen halten, dass die Art und Weise, wie wir etwas betrachten, dann automatisch uns natürlich schon in eine gewisse Richtung notcht. Und das stimmt. Das müssen wir uns, also das muss ich mir auch vor Augen halten. Und da mache ich auch Fehler. Mir gehen nur manchmal die neutralen Wörter aus, um einen gewissen Prozess auch zu beschreiben. Ja, nein, absolut richtig. Und deswegen, es ist auch mühsam teilweise die ganze, weil da müsste man 4 Stunden debattieren und nach jedem Satz eine Begriffsbestimmung machen und einen historischen Kontext liefern. Und das ist halt manchmal mühsam, manchmal auch unmöglich, weil einfach die Zeit begrenzt ist, ja. Da müssen wir halt auch sagen, oder? Es ist dann schon legitim zu sagen, es gibt gewisse Grundsätze, auf die ich mich berufe und von denen ich hoffe, dass die andere Seite das dann einfach auch akzeptiert. Also wenn ich mich auf den Grundsatz berufe, dass ich mich nicht dafür entschuldige, eine friedfertige Lösung anzustreben. Das werde ich einfach nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mehr Waffen einen Konflikt deeskalieren können. Das glaube ich nicht. Und wenn die andere Seite dann sagt, ja, aber sonst werden die alle geschlachtet, dann werden wir uns darüber unterhalten müssen, was ist eine realistische Annahme dessen, was im Moment gerade geschieht. Also ist das ein Vernichtungskrieg, den wir hier sehen? Ist das ein Krieg der Conquest? Was geschieht hier? Und dort ist eben dann die Analyse so fundamental. Also wenn sich dann die Analyse unterscheidet, da kommt man natürlich auch auf ganz andere, nicht nur Beschreibungen, sondern auch Empfehlungen dessen, was geschehen sollte. Und das ist das Problem, dass sich die Analyse so sehr unterscheidet und von Chomsky und dann den Hawks, die wir haben und auch dann die Empfehlung eben zum Waffenliefern, ja, nein. Das ist auch eine hochmoralisierte Debatte und da sind wir jetzt leider auch schon daran gewöhnt, weil wir durch 2 Jahre Corona uns eigentlich auch gegenseitig intern zerfetzt haben über was darf man sagen, was darf man nicht sagen, was darf man glauben, was darf man nicht glauben, was darf man öffentlich sagen und was nicht, was ist schädlich. Diese Idee ist ja jetzt auch da, dass es gewisse Meinungen gibt, die darf man nicht verbreiten, weil die stecken dann andere an und dann leiden wir alle als Gesellschaft. Und das verquickt sich im Moment leider alles. Und das ist hochgradig gefährlich, meiner Ansicht nach. Ja. Aber da stecken wir im Moment drin. Ja, genau. Deswegen ist es ja auch eben unsere Aufgabe, vor allem als Akademiker, diesen Diskurs zu durchbrechen und auch friedliche Kommunikation zu ermöglichen. Wo man natürlich gegenseitig streiten kann. Streit ist nicht das Problem. Debatten sind nicht das Problem. Das Problem ist, wie sie geführt werden, vor allem mit so Labelings und Stereotype und Totschlagargumente, die eigentlich Strohmann-Argumente sind im Grunde. Ein Strohmann-Argument, bevor wir vielleicht weitergehen in unsere Diskussion, hast du ja auch schon genannt, nämlich mit diesem berühmten Hitler-Vergleich. Das ist total relativierend. Es relativiert und verharmlost die Verbrechen, die massive zerstörerische Struktur des Dritten Reiches dermaßen. Also wenn Gaddafi und Saddam Hussein, und wir kennen historische Beispiele, also das kennen wir aus der Boulevardpresse und so weiter, auch Milosevic, Slobodan Milosevic wurde als Hitler deklariert und so weiter. Auch Grüne und SPDler haben dadurch die Kriegstrommeln quasi laut werden haben lassen und so weiter, damit Deutschland auch kriegsbeteiligt wird, damals gegen Jugoslawien. Also wir wissen diese Vergleiche,
das ist auch kurz genannt worden und das ist auch schrecklich emotionalisierend und ein schrecklicher relativierender Vergleich, den sollte man auf jeden Fall unterlassen mit so Anspielungen auf den Zweiten Weltkrieg. Das bringt in dem Fall gar nichts, man dämonisiert damit nur Putin und entmenschlicht ihn, aber dadurch hast du nichts gewonnen, weil dadurch kann man sich ja diplomatisch gar nicht nähern. Was hat man durch dieses Argument gewonnen? Erstens mal stimmt das historisch nicht, der Vergleich, er hinkt. Ja, also ganz schrecklich, was da passiert, ja. Und ein zweiter Punkt, den du auch erwähnt hast, ist Vertrauen. Ich habe mir die Monk-Debate angehört. Die westlichen Elite-Professoren John Mersheimer und Professor Stephen Walt haben sich gebettelt quasi mit Michael McFaul, den hochrangigen US-Diplomaten und einem polnischen Diplomaten, nämlich Radoslaw Sikorski. Und da ging es ganz, ganz spannendes Debatte und aus einer neorealistischen Schule, die ich zum Teil auch befürworte, aber eben zum Teil auch kritisiere, haben John Mersheimer und Stephen Wall zum Beispiel den US-Diplomaten dazu gebracht, dass er gemeint hat, naja, die USA hat damals gelogen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Und dann hat er so gesagt, wortwörtlich, ich zitiere, Washington have been lying all the time about NATO. Und dann yet the Russians should trust them. Also was ist denn das für ein Witz, bitte? Was war denn das für eine Aussage von Michael McFaul? Also ein hochrangiger Diplomat. Also und weil du gesagt hast, naja, Putin kann man ihm vertrauen und das stimmt tatsächlich, in vielen westlichen Medien wird ja tatsächlich gesagt, naja, kannst du jemandem vertrauen, der in einer Pressemitteilung sagt, naja, das ist unser Brudervolk, plötzlich aber macht er die Invasion real und tatsächlich greift er sein eigenes quasi Brudervolk an. Kann man so einen Menschen je vertrauen, der das macht? Naja, und jetzt kommt McFaul und sagt, hey, wir haben aber die ganze Zeit gelogen. Na, was jetzt? Also, keine Ahnung, entweder... Das sind so Dinge, das sind so Mechanismen und Kommunikationsmittel, die mir persönlich, wo ich mir denke, das bringt ja nichts. Das führt ja nichts, immer den Gegner zu denunzieren. So kommt man diplomatisch sich nicht näher. Also vor allem, das ist ja wieder, was ich vorhin gesagt habe, man geht ja immer vom Worst Case aus. Warum geht man nicht vielleicht ein bisschen naiv mit einem nicht so schlimmen Szenario aus und sagt, okay, probieren wir es zumindest. Und das ist halt, so analysiere also, ich die Debatte. Ja. Also für mich ist es, ich traue keinem. Also Putin kann man nicht trauen, das stimmt schon. Es wäre naiv, das zu tun. Aber man kann genauso wenig den USA trauen. Man kann genauso wenig der EU trauen, dass sie zu ihrem Wort stehen wird. Schon alleine nur institutionell, weil sich da die Mehrheiten auch immer wieder in Demokratien verändern. Ich meine, die USA 2016 das JCPOA unterschrieben, dass man jetzt eine Normalisierung mit dem Iran machen. Und das wurde groß gefeiert und das war ja auch hochgradig erfolgreich, ein diplomatischer Durchbruch. Und 2018 kündet das der nächste Präsident einfach auf. Und ein Jahr später sagt dann sein Außenminister, wir pochen aber drauf, dass der Iran seine Verpflichtungen unter dem JCPOA nachkommt, weil das ist jetzt ein Beweis dafür, dass es ihm nicht ernst ist. Ich muss einfach sagen, also geht's eigentlich noch? Ihr habt diesen Vertrag aufgekündigt und ihr seid nicht zuverlässig. Und ihr seid die drauf pochen, dass man jetzt Global Law and Order und die regelbasierte internationale Ordnung, aber ihr macht nicht mit im internationalen Gerichtshof. Strafgerichtshof, den Haag. Den Haag, ihr macht da nicht mit. Ihr habt UNCLOS nie unterschrieben, um da die maritimen Grenzen eigentlich abzumachen. Also Großmächten kann man prinzipiell mal nicht vertrauen. Was man aber machen kann, ist versuchen, realistisch zu analysieren, was ist im Interesse dieser Großmächte und der Eliten, die sie steuern, nicht der Elite, die sie steuern, aber der Mächte, also der Machtverteilung innerhalb des Apparates, der dann auch tatsächlich Macht hat. Und wenn man das realistisch einschätzen kann, dann kann man sagen, okay, auf dieses Angebot oder diesen Vorschlag werden sie wahrscheinlich eingehen, weil sie nicht anders können, weil sie sich ja diplomatisch schon dorthin bewegt haben. Und dann, wenn man rausfindet, was ist denn in ihrem Interesse,
dann kann man davon ausgehen, dann werden sie das wahrscheinlich tun. Also ein dummes Beispiel. Aber hätte die NATO gesagt, liebes Russland, möchtest du gerne die Ukraine, wir werden denen vorschreiben, dass sie neutral bleiben müssen und ihre Armee aufgeben müssen. Und außerdem, also ihr dürft noch euch 8000 Leute aussuchen, die sie ausliefern müssen und wir werden sie dazu zwingen, das zu tun. Also dann kann man davon ausgehen, dass Putin höchstwahrscheinlich gesagt hätte, okay, das machen wir. Ich nehme einfach mal an, dann wäre die Notwendigkeit weggefallen, einzumarschieren. Natürlich ist das absolut vom weltfremd, aber wenn man realistisch einschätzen kann, was diese Staaten wollen, was ihre Interessen sind, dann kann man davon ausgehen, dass sie diese Interessen auch versuchen werden zu kriegen und dass sie darauf auch eingehen werden. Das ist ja das ist das Prinzip der Diplomatie, dass man dann einen Deal ausarbeitet, der für alle Seiten stimmt. Und da geht man eben davon aus, dass sie sich dran halten. Und wenn sie sich dann nicht dran halten, so wie beim JCPOA, dann hat man ein Problem. Wenn sie sich nicht dran halten, wie in der Krim, wo auch Russland sein Versprechen gegenüber der Ukraine gebrochen hat, das Staatsgebiet anzuerkennen, dann hat man ein Problem. Dann kommt man nämlich in internationalen Beziehungen nie weiter. Und dann hat man genau diesen Vertrauensverlust und genau diese Spirale, die anfängt, sich zu drehen von beiden Seiten, sodass beide Seiten wie kleine Kinder sagen, guck, du hast angefangen. Ja. Wir kommen nicht weiter. Absolut. Und beide Seiten werden sagen, aber ich bin legitimiert. Und das ist ein ganz schlechtes Argument, was du hier bringst, weil und dann kommen die Rechtfertigungen. Gut. Ja, es ist ja tatsächlich auch spannend. Ich hatte auch mit zahlreichen anderen so Interviews, Gespräche, auch private Gespräche und so weiter. Und es ist tatsächlich faszinierend, wo man ansetzt. Also weil das ist wichtig, nicht nur um das Narrativ, das Gängige zu dekonstruieren, sondern es ist auch tatsächlich wichtig, um Geschichte zu verstehen, Kontext zu verstehen, Strukturen zu verstehen, Einflussgebiete, Geopolitik. Also ich bin manchmal verwundert und entsetzt, wie viele Politikwissenschaftler jetzt immer nur von einem gewissen Datum, zum Beispiel den 24. Februar, ausgehen. Natürlich kann man das machen und dann ist es völkerrechtlich ganz klar, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg und natürlich wurden mindestens 3 Punkte der UN-Charta verletzt, das ist ganz klar. Aber das blendet gewisse Dinge aus, so wie wir gesagt haben. Also jeder Begriff ist schon ein Teil eines Framings und blendet gewisse Dinge ein, aber auch gewisse Dinge aus. Und genauso ist es beim Datum. Wenn wir uns jetzt auf den Februar festlegen, dann ist es ganz klar, dann haben wir ein anderes Narrativ. Aber wenn wir zum Beispiel auf 2014 als größeren, bisschen größeren Rahmen eingehen, dann haben wir schon ein bisschen ein diversifizierteres, ein bisschen ein anderes Narrativ zum Beispiel. Und hier zum Beispiel das herrschaftskritische Netzwerk für Friedensforschung geht zum Beispiel davon aus, dass es eine Konkurrenz gibt zwischen quasi konkurrierenden Mächten um Einflussgebiete. Und auch die realistische bzw. neorealistische Schule, eben Mörsheimer und etc., würden sich dem anschließen. Also hier sind, witzigerweise, hier treffen sich Linke und Konservative irgendwo bei ihrer politischen Einstellung. Also das finde ich faszinierend. Aus anderen Gründen. Ja. Weil Mörsheimer hat das Gefühl, dass das ein dummer Konflikt ist für die USA, weil die USA sich um einen wichtigen Konflikt in China kümmern, also mit China kümmern muss, weil das ist der richtige Peer-Competitor. Drum, und das ist etwas anderes, was mich extrem beunruhigt, aber gut, wenigstens in der Beziehung, wenn es um Europa und Russland geht, haben wir aus verschiedenen Gründen eine ähnliche Analyse. Drum Mörsheimer und Walt und auch Kissinger und wer waren die anderen? Eben Jack Matlock. Die haben ja alle eine neutrale Ukraine unterstützt und haben alle gesagt, wir müssen versuchen, was auch immer geht, um diese Gebiete eigentlich neutral zu Neutralität zu animieren. Man will ja niemandem was vorschreiben, aber sagen wir mal, wenn wir uns einigen von Russland und von europäischer und transatlantischer Seite, dass ein neutraler Korridor im Interesse aller ist und das dann auch versucht, mit denen so auszuhandeln, dann hätte man ja die besten aller Karten, oder? Um zu sagen, halten wir da diese Pufferzonen, da gibt es auch verschiedene also Thinktanks, und zwar von der rechten, von der konservativen Seite, also die solche Szenarien geschrieben haben. Also das ist das Deeskalierendste, wenn man einfach eine Pufferzone hat, die dann auch noch zum Beispiel nuklearwaffenfrei ist.
dann haben wir das Sicherheitsdilemma entschärft. Und dazu braucht man kein Doktorstudium in Politikwissenschaften, um zu merken, warum Deeskalation und eben keine Bedrohung für den anderen zu sein, jetzt im Interesse einer Sicherheitsarchitektur sein kann. Aber da gibt es dann andere Leute, die dem eben wieder widersprechen. Und interessanterweise Mersheimer und Waltz sind dann eben eher im Lager, die sagen, die USA muss sich um China kümmern, nicht um Russland. Und darum bringt der Konflikt nichts. Ich gebe den Analysen der liberalen Schule hier eigentlich auch nicht recht und habe dann auch das Gefühl, dass sie eben sehr einseitig sich eben auf gewisse Daten und gewisse Konzepte fokussieren. Auch die Idee, dass die Ukraine ein unitärer Staat ist, wo alle 40 Millionen Ukrainer eigentlich gegen dann die Russen anstehen und dass das nicht ein Vielvölkerstaat ist, wie Russland auch und wie Jugoslawien ein Vielvölkerstaat war, der dann auseinandergefallen ist. Und dass wir halt in Europa das große Problem haben, dass fast jeder moderne europäische Staat hat Minderheiten und ethnische Minderheiten und hat halt auch dieses Potenzial, auseinanderzufallen. Das im Westen ja auch. Also wir müssen uns nur gewahr werden, dass wir spanische Politiker im Gefängnis haben, einfach für das Verbrechen, dass sie gesagt haben, Katalonien sollte ein eigener, unabhängiger Staat sein. Und da ist dann auch ein demokratischer Staat sehr dagegen vorgegangen. Und wie es Schottland eigentlich nicht schafft, sich aus der UK zu lösen, bekämpft von den Leuten, die sich eigentlich dafür eingesetzt haben, dass die UK aus der EU rauskommt. Also wir leben in Europa damit, dass wir halt verschiedene Wahrnehmungen haben dessen, was jetzt der Staat sein soll oder wer souverän sein soll. Und im optimalen Fall löst man das friedlich, wie Brexit. Brexit war eine Glanzleistung der Europäer, dass man sich gelöst hat politisch, ohne Krieg zu machen. Ich fand das nichts Tolles, aber ich fand, dass der Prozess ohne Krieg ging, war wunderbar. Und in Jugoslawien ging es nicht, in diesem anderen Krieg in der Ukraine geht es nicht. Es gibt dann andere Leute, die widersprechen mir und sagen mir, du siehst das absolut falsch und das kann man eben nicht miteinander vergleichen. Das sind dann Vergleiche, die man anscheinend nicht machen darf. Aber ich sehe es halt schon in dieser Longue Durée und halt auch das Problem des Kontinentes, dass wir keine einzige Dekade, in der es nicht Grenzänderungen gibt in diesem Kontinent. Optimalerweise eben abgemacht politisch, aber häufig, sehr viel häufiger als nicht, mit kriegerischen Mitteln, leider. Ja, absolut, genau. Ja, ja, das ist tatsächlich so mit den Unabhängigkeitsbestrebungen. Da gibt es ja auch immer so schöne Frames. Also manche sind die Separatisten, andere sind wiederum, was weiß ich, authentische und das sind die Guten, das andere sind die Terroristen. Also auch hier kann man immer wieder so schauen. Also im Kosovo zum Beispiel, als Kosovo sich von Serbien separieren wollte, das sind natürlich die Guten. Also das ist eh klar. Also naja, ebenso so wie auch die USA eigentlich nur Gutes will, wenn die USA völkerrechtswidrig einen Staat überfällt, so wie den Irak, und dann zu 1 Million Toten führt. Aber das da dumm gelaufen. Wer konnte wissen, dass dort keine Massenvernichtungswaffen waren? Und drum ist es nicht so, ist es nicht wirklich völkerrechtswidrig. Habe ich manchmal das Gefühl, währenddem andere Überfälle dann höchst völkerrechtswidrig sind. Und darum kann ich das Ganze auch nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann den ganzen Diskurs nicht ernst nehmen. Herr Putin sollte vor ein Kriegsverbrechertribunal, bin ich einverstanden. Und Herr Bush auch. Die gehören beide vor ein Völkerrechtstribunal. Und auch für ihre Verbrechen bestraft. Aber dass das dem Herrn Bush sicher nie widerfahren wird, ist relativ klar. Nicht nur wegen dem Alter, sondern auch wegen der Machtverteilung. Und ich kann das einfach nicht ganz ernst nehmen. Darum versuche ich dann Abstand zu nehmen und zu sagen, ja, was geschieht denn hier eigentlich? Jetzt nicht nur eben aus dieser momentanen Situation vom 24. Februar, sondern von der generellen Entwicklung. Und dann fällt es mir einfacher zu sagen, okay, da lassen sich schon Parallelen ziehen. Ich würde sie eben nicht zum Zweiten Weltkrieg ziehen, sondern eher zu etwas Vergleichbarem wie zum Beispiel dem Krimkrieg im 19. Jahrhundert.
oder auch dem Krieg von Jugoslawien und eben ich würde jetzt sagen, die Krim und der Kosovo sind eher miteinander vergleichbar als das heutige Russland und das damalige Dritte Reich. Aber da kann man sich widersprechen. Mir fällt einfach auf, dass Russland im Moment sehr viele auch Präzedenzfälle wiederholt, die schon gemacht wurden. Also eben die Abspaltung der Krim, was dann damals auch mit dem Kosovo geschehen ist, oder die Invasion oder auch eben die Golanhöhen zum Beispiel, dass die von Syrien abgespaltet wurden und völkerrechtswidrig jetzt auch von den USA anerkannt werden als Teil Israels. Also, und dass dann Russland auch die gleichen Legitimationsmechanismen nutzt, um das zu tun. Also dass die Legitimation für den Einmarsch in der Ukraine ist, das Beschützen der Bevölkerung im Donbass. Gut, und da haben wir auch eben Beispiele dafür, wie die NATO dann Serbien bombardiert, um die Albaner und die Minderheiten zu beschützen. Und ja, das ist nicht dasselbe. Und Milosevic war kein guter Mensch. Aber eben nochmal, George W. Bush war auch kein guter Mensch, ist kein guter Mensch aus meiner Warte. Drum macht es mehr Sinn, wenn wir uns von dieser moralischen Debatte lösen und versuchen, mit realistischen Konzepten an die Situation ranzutreten und Realismus nicht in dem Sinn des, also Realismus im Sinn, dass wir versuchen zu verstehen, was wollen denn diese gottverdammten Staaten und was kann man tatsächlich erreichen, um hier das Schlachten zu beenden und nicht das Gewinnen. Also es gibt die Idee, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss und in Russland gibt es die Idee, dass Russland den Krieg gewinnen muss und damit wird der Kontinent weiter bluten. Da gibt es Leute, die sind einverstanden damit und ich bin nicht einverstanden damit. Und gut, da scheiden sich die Geister. Ja, nein, ich schließe mich da absolut Ihrer Meinung an. Und genau das ist ja der springende Punkt. Es war ja auch die Rede von Gesinnungsneutralität. Aber das Problem, ja. Also man kann schon durchaus moralisch verurteilen, jeder Angriff ist moralisch zu verurteilen, vor allem wenn er völkerrechtswidrig ist und so weiter, vor allem wenn er von einer Großmacht ausgeübt ist, also da braucht man gar nicht reden. Moralisch gerechtes Töten aus einer rein philosophischen Warte aus gesehen, gibt es für mich gar nicht. Also diese Rechtfertigung geht ja von Thomas von Aquin zurück und so weiter, also so ein mittelalterliches, frühneuzeitliches Konzept des gerechten Krieges. Für mich gibt es das persönlich nicht. Für manche gibt es das, aber da müssen sie ihre metaphysischen Prämissen einmal durchdenken. Aber das ist einmal eine andere Sache. Und eben, wir haben jetzt auch schon länger darüber gesprochen, also ich nenne das immer so diese selektive Entrüstung. Und dann kommt das Gegenargument, na, das ist Whataboutism. Aber ich sage, nein, nein, das ist nicht Whataboutism, das ist nämlich konsequent. Weil wenn ich Putin verurteile, ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit der Friedensaktivistin Barbara Heller, die seit über, was weiß ich, 40, 50 Jahren auf den Straßen in Bremen marschiert und demonstriert und sie ist eine sehr nette, alte, eloquente Dame, hat auch Buchbeiträge geschrieben und so weiter und das ist eine glaubwürdige Person der Friedensbewegung, weil sie war damals gegen den Vietnam auf der Straße und sie ist heute gegen den Krieg in der Ukraine auf der Straße. Das ist glaubwürdig und das ist konsequent. Aber wenn du jetzt als Liberaler zum Beispiel Marise Louis Beck ist das beste Beispiel. Friedenstaube, Grüne, Bündnis 90 in Deutschland, Parteimitglied und so weiter und so fort. Und dann plötzlich von heute auf morgen, zack, wir müssen doch Krieg und so weiter. Also man merkt, das ist unglaubwürdig einfach. Das kannst du nicht bringen. Gehen wir vielleicht zurück zur Neutrality Studies. Du hattest ja auch zu Gast auf dem YouTube-Kanal der Neutrality Studies zum Beispiel einen indischen General unter anderem und einen US-amerikanischen Diplomat, Jess Freeman und so weiter. Du hast also einen, und du wohnst ja, du lebst ja selber und forschst ja selber jetzt in Japan. Wie kann die sozusagen nicht-europäische Perspektive auf diesen Krieg gewertet werden? Also wir wissen ja, China und Indien sind ja jetzt keine neutralen Staaten im engeren Sinne. Aber was das Thema Ukraine betrifft, haben sie doch eine gewisse sozusagen Distanz oder eine gewisse neutrale Position. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, auf Twitter hat der Sprecher des chinesischen Außenministeriums zum Beispiel eine ganz lange Liste mit US-Kriegen geführt. Und er hat gesagt, remember who the real threat is und so weiter. Also das sind so kleine Sticheleien und da will man auch teilweise... Ja, wie ist deine Einschätzung aus einer nicht-europäischen Perspektive? Ich
teilt diese Einschätzung? Also wie, wenn wir eben Neutralität, also permanente Neutralität verstehen, respektive als Staaten, die entweder in ihrer Verfassung oder in ihren außenpolitischen Doktrinen irgendwo sich das Wort Neutralität reinschreiben und sagen, wir sind neutral und bleiben neutral für alle Ewigkeit in die Zukunft, dann gibt es nur ganz, ganz wenige neutrale Staaten, Schweiz, Österreich, Irland vielleicht noch, und die können das auch wieder ändern, wenn sie wollen. Aber wenn wir das Konzept des 19. Jahrhunderts heranziehen und sagen, nein, Staaten können situativ neutral sein und sie verhalten sich dann in einem Krieg so und gegenüber dem anderen wieder so, dann müssen wir sagen, nein, hier haben wir einen Moment, in dem China und Indien beide sagen, das ist nicht mein Krieg. Und ich nenne das dann normalerweise im Twitter-Jargon Hashtag not my war. Sag, I don't care. Wenn ihr euch die Köpfe einschlagen wollt und wenn ihr euch gegenseitig bekämpfen wollt, dann God bless you, aber lasst mich daraus. China hat gute Handelsbeziehungen mit Russland und hat gute Handelsbeziehungen mit der Ukraine und hat auch Handelsbeziehungen mit dem Rest Europas und dem Rest der Welt und die wollen sie nicht aufs Spiel setzen. Das ist das Urkonzept dieser situativen Neutralität, dass man schlicht und ergreifend, das ist nicht mein Krieg. Und ja, ich bin nicht, China ist speziell in dieser Situation, dass es sagt, seit 70 Jahren eigentlich ist die Kommunistische Partei eigentlich vertritt die Meinung, dass man sich nicht in die Angelegenheit anderer Staaten einmischen soll. Und China verfolgt keine Politik der Allianzschmiedung. Die einzige historisch gewachsene Militärallianz, die China hat, die einzige ist mit Nordkorea. Da gibt es einen Sicherheitsvertrag. Angriff auf den einen ist Angriff auf den anderen, also so NATO-mäßig. Aber das ist der einzige und der wird heute auch nicht mehr so gefasst, wie er damals war. Ansonsten hat China nie versucht, eine Bündnispolitik zu treiben, versucht keine chinesische NATO aufzubauen. Die Shanghai-Kooperationsorganisation ist ein ganz anderes politisches Wesen. Das kann man noch nicht mal im Ansatz mit einer NATO vergleichen. Und in diesem Krieg jetzt haben sie dieses Problem, dass sie wirklich, dass ihre Freunde eigentlich miteinander im Krieg sind und das ist doof und dann zieht man sich zurück und lässt es halt geschehen. Die Chinesen haben versucht zu vermitteln in ein bisschen, also sie haben wenigstens auf der diplomatischer Ebene versucht zu sagen, wir wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört. Uns ist daran gelegen, dass das nicht weitergeht. Ich arbeite im Moment gerade an einem Video für den Kanal mit einem chinesischen Professor, der all das eben relativ detailliert dann auch erklärt, der auch ein Essay dazu geschrieben hat über Chinas Principled Neutrality, weil man das halt analytisch als Neutralität fassen kann. Das bringt auch viel mehr als gewisse andere Begriffe der internationalen Beziehungen. Also China ist jetzt nicht an einem Hedging dran, China ist nicht an einem Bandwagoning dran. Das bringt uns nicht weiter. Aber wenn wir den Begriff der Neutralität, also des Nicht-Involviertseins in den primären Konflikt verwenden, dann kann man die chinesische politische Position sehr viel besser nachvollziehen und auch die indische. Und übrigens auch den Rest Südostasiens und Afrikas und Südamerikas. Wenn man sich einfach nur einmal vorstellt, dass das Staaten sind, die alle über 300, 400 Jahre hinweg unter westlich-europäischem Kolonialismus gelitten haben und es aber geschafft haben, nicht so wie Nordamerika, nicht exterminiert zu werden. Ich meine, Europa ist der einzige Kontinent, der es geschafft hat, drei andere Kontinente zu entleeren, also respektive zu ersetzen, und sich heute darüber beklagt, dass man halt unter so viel Einfluss von außen leidet. Aber die anderen, also die Kontinente, die nicht von den Weißen ersetzt wurden, die sagen heute alle, Moment, also Europa ist nicht toll, was Putin macht, ist nicht toll, aber wir werden jetzt sicher nicht hier Partei ergreifen. Quasi unisono alle. Die einzigen, die mitmachen, sind Japan, Taiwan, Südkorea, Singapur, die hier drüben. Und die auch aus verschiedensten Gründen. Ja, Japan ist auch eine Kolonialmacht des 19. Jahrhunderts, die einzige nicht weiße Kolonialmacht, interessanterweise. Und aus dieser Perspektive habe ich kein Problem, das zu verstehen. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, wie können die Chinesen nur hier nicht Putin entgegenstehen. Einfach, ja, weil also, es ist einfach zu viel passiert. Und an das erinnert man sich halt hier drüben. Also die Chinesen erinnern sich daran, dass sie während 200 Jahren quasi unter offener Tür als
als Schlacht, nicht als Schlachtfeld, aber als Milchkuh gedient haben. Man muss sich nur mal vor Augen führen, dass die Chinesen 2 Opiumkriege geführt haben, weil sie Opium verbieten wollten. Verbieten. Und der Westen hat die Kriege geführt, damit das nicht geschieht. Also die Briten, dass sie weiter Opium verkaufen dürfen und dass sie Millionen von Chinesen in die wortwörtliche die Abhängigkeit treiben dürfen und können. An das erinnert man sich hier. Das ist nicht unbedingt in Japan, aber in China auf jeden Fall. Und in Afrika erinnert man sich an all die horrenden, schrecklichen Verbrechen, die geführt wurden. Und jetzt zu sagen, ach, wir müssen uns jetzt halt trotzdem alle hinter diese eine Meinung stellen, die wieder aus Europa kommt, ich verstehe, dass sie das einfach nicht machen. Ja. Ja, durchaus nachvollziehbar, stimmt, ja. Du lebst ja und forschst und lehrst in Japan. Wie ist dein Eindruck? Gibt es hier eine, also Japan ist ja, soweit ich weiß, NATO-Mitglied. Gibt es da und oder nicht? NATO? Nein. US-Basen. Sorry, mein Fehler. Ja, richtig. US-Basen sind in Japan, genau. Deswegen habe ich das verwirrt, weil für mich, ich assoziiere NATO immer mit USA, aber mein Fehler. Wobei man das durchaus machen könnte. Genau. Und gibt es da Proteste gegen die US-Basen? Also, weil fragt man sich, okay, warum beschützt uns die USA? Oder gibt es hier eine kritische Meinung? Oder ist das irgendwie ein Deal, der wirklich Win-Win ist? Also, was hat Japan davon? Und genau, beeinflusst das irgendwie auch die Neutralität? Also damit ist ja Japan schon per se kein neutraler Staat, oder? Wenn du fremde Basen hast, vor allem von einer imperialen Macht. Ja. Lustigerweise, wenn du wenn du Wikipedia aufrufst und neutrale Staaten die Liste dir anschaust, dann ist Japan dort drauf. Aber das ist schlicht ein Missverständnis, weil dort wird Japan hat eine pazifistische Verfassung und hier wird Pazifismus mit Neutralität verwechselt. Klassisch, aber ich habe das nie geändert, weil ich finde das noch interessant, dass dieses Missverständnis besteht. Japan ist ein Bündnispartner der USA und deshalb fällt Japan eigentlich aus den normalen Betrachtungen der Neutralität raus, weil eigentlich das ist zwar keine Regel, also es gibt nirgendwo ein Gesetz im Völkerrecht, das vorschreibt, dass wenn man ein Bündnispartner ist, dass man nicht neutral sein kann. Also es gäbe Möglichkeiten, diesen Gedankengang zu spinnen. Und gerade analytisch kann man sagen, dass Japan ab und zu eine neutrale Position einnimmt, so wie 2019, als die USA und der Iran vor einem Krieg standen und Shinzo Abe in den Iran gefahren ist und mit einem Vermittlungsversuch, das hat dann leider nicht geklappt und das hat ihm mehr geschadet als sonst was, aber er hat es versucht und das ist so eine typische Aktion eines Drittstaats, der es eben lieber hätte, wenn seine zwei andere Nationen, mit denen man eigentlich gute Beziehungen hat, miteinander auskämen und nicht, dass sie sich eben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber eben, das ist eine analytische Position, was man vielleicht verwenden kann, um die Konfliktkonstellation zu eruieren. Aber normalerweise wird Japan eigentlich als Bündnispartner der USA angesehen und zwar ein sehr, sehr enger Bündnispartner. Und du hast recht in dem Sinn, dass die US-Japan Alliance hier im Pazifik das ist, was die NATO im Atlantik ist. Also es ist der Kern und es ist das Rückgrat des ganzen pazifischen und japanisch-amerikanischen Verständnisses davon, wie die Sicherheitsstruktur funktioniert. Und Japan ist unter dem US-amerikanischen nuklearen Schutzschirm. Und darauf ist auch die ganze Logik hier drüben eigentlich aufgebaut, zusammen mit Südkorea. Würde ich jetzt Japan auf jeden Fall nicht zu den neutralen Staaten zählen, aber es gibt natürlich dann sehr große Unterschiede, wie diese Beziehung funktioniert. Also schon alleine nur, dass die NATO halt ein multilaterales Gebilde ist, während dem Japan, USA, das ist ein bilaterales Gebilde. Und das hat Japan sehr viel gebracht. Also stammt auch aus dem Zweiten Weltkrieg und lässt sich ganz einfach dadurch erklären, dass halt die USA Japan besetzt hat und Japan das machen musste, was man im Moment sagt, was der Ukraine nie im Leben widerfahren darf. Und das ist, sie mussten aufgeben. Die Generäle Japans, also die Hawks, die waren bereit, 100 Millionen Menschenleben zu opfern der eigenen Nation, wobei sie dort Korea mitgerechnet haben, weil das halt eine Kolonie war. Und das wurde dann zum Glück 1945 beschlossen, dass man aufgibt.
dieser Beschluss wurde politisch gefasst und der wurde dann auch umgesetzt. Und ab dem Moment, dass man aufgegeben hat, ist kein Schuss mehr gefallen. Und MacArthur ist dann in Tokio gelandet und ist zum Kaiserpalast gelaufen. Und das hat funktioniert. Das war eine hochkomplexe Leistung, dass eigentlich ein Land so aufgeben konnte und sich dann auch radikal, also einfach ergeben musste, obwohl es hätte weiterkämpfen können. Es hätte den Guerillakrieg weiterführen können und es hätte Millionen von Leuten opfern können, hätte es das, wäre diese Entscheidung gefallen. Aber eben, das wäre katastrophal gewesen. Darum zum Glück hat Japan aufgegeben. Was dann daraus erwachsen ist, ist eigentlich, dass die Amerikaner etwas gemacht haben, wofür ich ihnen heute noch dankbar bin. Und das ist, sie haben den Militarismus in Japan wirklich im Kern ausradiert. Sie haben die Marine und das Militär als Institution einfach komplett abgeschnitten, in den Müllkübel geworfen und dann gesagt, so, kein Militär mehr und respektive kein Militarismus in diesem Land. Und dann haben die japanischen Politiker gesagt, ja, aber wie verteidigen wir uns? Wir brauchen eine Verteidigung. Und das haben die Amerikaner verstanden. Die haben gesagt, ja, ja, ganz ohne Verteidigung geht's nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr dürft Selbstverteidigungstruppen haben. Die haben sie noch heute. Und dann gab es diesen großen Deal, dass Japan gesagt hat, okay, wir sind einverstanden, dass ihr eure Truppen bei uns stationiert, im Gegenzug dafür, dass ihr uns für unsere Sicherheit verantwortlich seid. Man hat diesen Deal gemacht und der hat wunderbar funktioniert. Japan konnte sich dann auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau konzentrieren, anstatt ein Militär zu unterhalten. Das war eine gute Abmachung und die Amerikaner hatten damit ihren unsinkbaren Flugzeugträger im Pazifik, Japan. Das von wo aus sie dann auch sehr viel Macht auch projizieren konnten. Und der Deal, der hält heute noch. Also never change a running system. Und das ist heute noch das kann man sich hier in Japan so wenig wegdenken, wie man sich in der EU und Europa eigentlich die NATO wegdenken kann. Man kann natürlich sagen, irgendwann wird es aufhören, aber dann würde sich alles ändern. Also die ganze militärische Lage und die ganze Logik würde sich ändern, dann würden massive Änderungen stattfinden, viel größer als jetzt nur Finnland und Schweden, die in die NATO gehen. Da müsste man eine europäische Armee haben, dann müsste man in Japan eine viel größere Armee haben, dann müsste Japan eventuell Nuklearwaffen haben, was sie im Moment nicht haben und wo sie auch sehr dezidiert dagegen sind, auf allen Ebenen. Aber das kommt aus der Stabilität der Struktur heraus, die sich so über 70 Jahre entwickelt hat. Ja. Ein Argument, was mir auch aufgefallen ist bei vielen Debatten, ist ja immer, naja, jeder souveräne Staat sollte die Freiheit haben, sein Militärbündnis frei wählen zu dürfen. Und dann wird ja die Ukraine als klassisches Beispiel genommen, naja, warum nicht? Die dürften ganz legitimerweise völkerrechtskonform der NATO beitreten, spricht ja nichts dagegen. Das Witzige ist ja aber, weil wir jetzt im asiatischen Raum uns gedanklich befinden, bei den Solomon Islands zum Beispiel, als China eingeladen wurde, dort Polizeitruppen, offiziell sind sie ja nur Polizeitruppen, dort sich zu stationieren und da ein kleines Bündnis einzugehen, ein kleines Sicherheitsbündnis einzugehen, da hat sofort die USA gesagt, nö, so kann das nicht weitergehen. Also da fällt, also das so viel zur Freiheit, ne? So viel zur Wahlfreiheit der Militärbündnisse. Ja, nein, es ist eine einfach eine Heuchelei. Noch und nöcher. Darum kann ich das auch, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann dieses Argument nicht ernst nehmen. Und es stimmt natürlich, dass jedes Land die Freiheit haben sollte, seine Militärbündnisse frei zu wählen oder sie eben nicht einzugehen. Aber dass das immer wieder konstant gebrochen wird und dass es halt auch mit politischem Kalkül und politischer Intelligenz zu tun hat. Und das hat Jack Matlock, der letzte US-Botschafter zur Sowjetunion, gesagt, als er eben die Meinung vertreten hat, dass die Ukraine eben unbedingt, also dass man die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen soll. Es ist politisch ein Nonsens, weil natürlich wird Russland allergisch darauf reagieren. Ich meine, wie hat denn die USA 1962 darauf reagiert, als Fidel Castro und die Kuba souveräne Staaten miteinander abgemacht haben, okay, wir nehmen jetzt sowjetische Waffen, Nuklearwaffen stationieren wir jetzt auf Kuba. Da wäre die USA in den Krieg eingetreten. Die hätten einen Krieg gemacht, wenn es nötig gewesen wäre, um das zu verhindern, weil das eine existenzielle Bedrohung ist.
Und da muss man wirklich nur, ich nenne das normalerweise strategische Empathie haben, um zu verstehen oder sich in die Schuhe reinzudenken des anderen, wie denn das jetzt von deren Warte aus ausschaut. Das ist natürlich kompliziert, weil man dafür eben auch ein historisches Verständnis braucht. Aber ich sehe nicht ein, warum man in Europa so tut, als hätte Russland keinen Grund, die NATO als Bedrohung wahrzunehmen. Also ich kann mir Dutzende von Gründen vorstellen, warum man aus Moskau heraus die NATO als Bedrohung wahrnimmt. Und das ist ja nicht nur jetzt ein Hirngespinst von 2022. Also wir haben Jack Matlock, den letzten US-Botschafter zur Sowjetunion. Wir haben Jess Freeman, wir haben Kissinger, wir haben, wie hieß er, der US-Diplomat, der große George Kennan, die alle dasselbe gesagt haben. Also die Russen werden das ganz bestimmt als Bedrohung wahrnehmen. Und jetzt aus europäischer Warte zu sagen, aber sie sollten es nicht, sie sind unvernünftig. Das hat dann von mir aus gesehen nichts mehr mit Realismus zu tun, wenn wir das Gefühl haben, wir können irgendeiner Seite vorschreiben, was sie jetzt als Bedrohung wahrzunehmen haben, was nicht. Das ist natürlich auch eine Art von imperialem Denken, respektive das sehen wir über die Geschichte hinweg ja immer, also dass Europa die ganze Zeit das Gefühl hat, man hat Recht und man muss es den anderen zeigen. Und wenn man eben dann Länder einnimmt und einmarschiert und als Kolonien behandelt, dann ist das Großzügigkeit, weil man diesen Leuten hilft, sich kulturell zu entwickeln. Und dass wir das heute eigentlich noch immer tun und sagen, ja, die anderen haben es einfach nicht verstanden. Die wissen nicht, was richtig ist. Damals war man vielleicht falsch, aber heute ist es ganz anderes. Wir sind ja hochzivilisiert, wir sind ja hochwissenschaftlich. Diese Überheblichkeit ist einfach immer noch da und das ist immer noch ein imperiales Gedankengut. Und da kann man Russland gerne sagen, ihr habt imperiales Gedankengut, wenn es um die Ukraine geht. Aber da sage ich ja, und wir aus Westeuropäer ein imperiales Gedankengut, wenn es um die ganze Welt geht. Aber gut, sorry, jetzt bin ich wieder polemisch. Ja. Nein, es ist absolut richtig. Deswegen hat es mich gewundert, dass gerade Herfried Münkler, der ein Buch über Imperien verfasst hat, dass der so eine Position vertritt, nämlich für Waffenlieferungen, weil gerade er müsste wissen, weil er differenziert zwischen Imperien und Großmächten. Und für ihn ist eine Großmacht, eine regionale Großmacht, wäre Russland zum Beispiel. Ja, in ihrer Region, also Kasachstan, Usbekistan, Weißrussland, Ukraine, vielleicht noch in Osteuropa, wenn es um Bulgarien geht, das ist quasi so deren Einflussgebiet, mehr oder weniger kulturell, politisch, sprachlich, whatever, ökonomisch, militärisch, egal. Aber das ist eine regionale Großmacht. Aber das ist doch kein weltweit agierendes Imperium. Also, keine Ahnung, das, wie gesagt, und genau derjenige, der so etwas differenzieren kann und der geschichtlich auch informiert ist, dass der plötzlich aber hergeht und sagt, naja, man muss Waffen liefern und ja, keine Ahnung, also von manchen Akademikerinnen bin ich entsetzt, wie sie ihre Position anscheinend über die Jahre ein bisschen so verändern, aber ja, keine Ahnung. Ein spannendes Thema ist, da bin ich, glaube ich, entweder über deinen Twitter-Account oder irgendwo darauf gestoßen, Turkmenistan hat den Tag der Neutralität eingeführt. Das fand ich ein netter Fun-Fact. Ist aber witzig, weil wenn man sich Usbekistan anschaut, ist ja jetzt keine blühende Demokratie. Turkmenistan. Turkmenistan, sorry, stimmt. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie wir eben gewisse falsche Konzepte haben. Und diesen Konzepten hängen wir halt auch nach, weil wir dann aus den Kategorien, von denen aus wir denken, dann immer nur die gleichen Sachen anschauen. Also neutral, Schweiz, Österreich, allenfalls gibt es noch jemanden, der Schweden, Finnland kennt und weiß, aber dann hört es ja auf. Also wer sich denn sonst noch neutral nennt, also von Ländern, das wird dann schon sehr, sehr fuzzy, oder? Also dass wir Irland auch dabei haben, dass wir die Moldau dabei haben, dass wir Malta dabei haben, ist meistens nicht bekannt. Aber okay, das geht ja noch. Aber das Interessante ist wirklich, dass Turkmenistan seit der Unabhängigkeit, weil Turkmenistan war ja auch eine Sowjetrepublik und ist dann auch in 1991 unabhängig geworden. Und seit der Unabhängigkeit haben die sich die Neutralität jetzt nicht nur auf die Fahne geschrieben, sondern quasi an jeden Straßenrand, fast wortwörtlich. Die Neutralität ist ein so derart überhöhtes Konzept in Turkmenistan, das muss man sich vor Augen führen. Die hatten der erste Diktator, Turkmenbashi, hat einen Bogen
erstellen lassen. Nicht ganz so imposant wie der Triumphbogen in Frankreich, aber trotzdem einen schönen großen Bogen mit einer goldenen Statue von ihm selbst, weil Diktator, die immer die Sonne anschaut. Aber das ist der Bogen der Neutralität. Also sie haben dann das ist der Bogen der Neutralität, und er hat dann ein ganz abstruses Buch geschrieben über die Prinzipien Turkmenistans und so weiter, und hat dann eigentlich eine eigene mythisch überhöhte Historiografie der Turkmenen erfunden und dort drin eigentlich das Konzept der Neutralität immer und immer wieder aufgebracht. Und das ging so weit, dass sie, wann war das? Er hat dann während 5-6 Jahren, ich habe vergessen genau wann, aber während 5-6 Jahren wurde der ganze Monat Dezember umbenannt zu Neutralität. Und der Punkt dann war, dass 1995 eigentlich Turkmenistan es geschafft hat, in einer UN-Resolution ohne Abstimmung, aber trotzdem einstimmig, also ohne Gegenstimmen hinzukriegen, dass die UN am 12. Dezember die Neutralität Turkmenistans anerkannt hat. Und das ist so ein Legitimierungsmoment, der dann auch dazu geführt hat, dass Turkmenistan für Jahre dafür lobbyiert hat, dass die Vereinten Nationen die Neutralität als wichtigen Bestandteil der Art und Weise, wie die UN funktioniert, eigentlich aufnehmen, und hat das geschafft. Die UN hat heute ein Prinzipien, dass sie eben Neutralität auch als hilfbringendes diplomatisches Element anschauen in Weltpolitik. Und 2017, dass die UN da tatsächlich auch wieder in einer Resolution gesagt hat, ja, wir anerkennen den 12. Dezember als Tag der Neutralität. Und der wird nirgendwo gefeiert, noch nicht mal in der Schweiz. Ich meine, da weiß doch niemand, was das ist. Aber für die Turkmenen ist das ein existenzieller Bestandteil der ihrer Identität, von Staats wegen gestifteter Identität. Und das ist so interessant, weil Turkmenistan ist auf dem Freedom House Index eine Stufe unter Nordkorea. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also es ist ein hochdiktatorischer Staat, aber auch in seiner Außenpolitik und allem vertritt er diese neutrale Haltung und eben absolut crazy, aber von niemandem in Frage gestellt. Ich habe noch nicht einmal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ach, die sind nicht wirklich neutral. Das ist so unbedeutend, dass sich niemand darüber Gedanken macht und auch niemand in den UN irgendwie sagt, das ist nicht so, also dem treten wir jetzt entgegen. Das ist so akzeptiert. Und das ist ein interessantes Beispiel dafür, dass man eben nicht ein demokratischer Staat sein muss, um neutral zu sein. Es ist wirklich nur eine außenpolitische Doktrin. Und bei der kommt es vor allem darauf an, ob man sie glaubt oder nicht. Es ist ein sehr interessantes und lehrreiches Beispiel eigentlich für was Neutralität ist und nicht ist. Also eben Neutralität hat nichts, aber rein gar nichts mit Demokratie zu tun. Es ist wirklich eigentlich einfach nur eine Positionierung in den internationalen Beziehungen. Ja, das fand ich auch sehr spannend, eben in diesen Gesprächen, auch vor allem als Akademiker muss man ja immer analytisch sehr präzise sein. Und genau da finde ich es ganz wichtig, von wessen nationalen Interesse reden wir? Weil es heißt ja immer Russland, aber wer ist Russland? Meinst du die größte Landmasse der Welt quasi? Oder meinst du jetzt, keine Ahnung, wen meinst du? Meinst du die Kreml-Elite oder meinst du nur Putin als Person? Oder meinst du auch die Bevölkerung oder nur die Bevölkerung? Also und genau das ist analytisch, was ich merke. Viele Politiker, Diplomaten subsumieren immer, wenn sie von Russland reden. Sie blenden quasi immer die Bevölkerung aus. Also die nationalen Interessen ist immer nur die Interessen einer Elite. In dem Fall jetzt Putins Oligarchen. Aber die Bevölkerung eigentlich wird so, ja, Mithängsel, Anhängsel, was weiß ich, wird immer so drangehängt. Und das fand ich bei Diskussionen auch um Frieden und Krieg und also wenn man der Ukraine helfen will, dann muss man immer definieren, wer ist denn diese Ukraine? Wem genau willst du helfen? Zelensky? Ja. Und Zelensky und seine Oligarchen, die hinter ihm stehen? Oder möchtest du der Bevölkerung helfen? Weil wenn du der Bevölkerung, dann schickst du Tampons, dann schickst du Hygienemateriale, dann schickst du medizinische Versorgung, dann schickst du Nahrungsmittel, dann schickst du, was kann ein Ukrainer mit einer Glocke anfangen, wenn er vor Hunger krepiert? Also ja, keine Ahnung. Also immer die analytische Präzision, wen meinst du? Und ich bin halt Goschert, sagen wir in Wien. Ich bin immer frech und ich sage immer, na, wen meinst du? Und ich hake dann nach, so ein bisschen sokratisch ein bisschen, immer nachfragen und dann
kommen die meisten eh drauf, dass sie Bullshit drin. Also. Das wär eben schön, aber das Problem ist dann, dass Gegenargumente kommen, wo ich denke, woher nehmt ihr die jetzt? Weil das ist einfach eine Behauptung, da kommt das Gegenargument, aber man kann doch nicht Putin jetzt die ganze Ukraine abschlachten lassen, oder? Das ist ja ein Vernichtungskrieg, weil er Hitler ist, der wird alle töten, alle Ukrainer. Also hier geht es darum, ukrainische Großmütter und so weiter zu retten vor der Vernichtungsmaschine von Putin. Und da muss ich sagen, ja, wenn dem so ist, wenn das ein Vernichtungskrieg ist und es geht darum, so viele Menschen wie möglich zu vernichten, dann bleibt nichts anderes, als mit allem dagegen zu halten. Aber wenn dem der Fall wäre, dann frage ich mich, warum denn die Nuklearwaffen noch nicht gefallen sind und warum denn die Russen jetzt nicht die Städte ausradieren, so wie Mariupol. Also, und Mariupol ist ein Städtekampf. Also das ist, da gibt es noch andere Erklärungen dafür. Keine Rechtfertigung. Aber die Russen hätten das Potenzial, auch mit konventionellen Waffen, um Millionen von Toten in ein paar Tagen herbeizuführen. Aber das ist nicht das, was vor sich geht. Darum frage ich mich, woher kommen dann diese Interpretationen dessen, was Herr Putin macht. Und warum wird dann denen, die sagen, er ist nicht ganz so schlimm, wie wir das denken, vorgeworfen, dass man ein Putin-Versteher sei, während dem die anderen, die das Gefühl haben, dass sie verstehen, dass er ein hitlerisches Monster ist, von denen wird gesagt, sie seien Realisten. Ich habe dann immer so diese Probleme mit diesen Argumenten. Ja. Aber vor allem empirisch ist das ja auch ganz witzig, weil er hat ja bis jetzt, also gewisse Zahlen und Statistiken, die variieren natürlich, weil es gibt ja jetzt keine öffentliche Kundgebung, wie viele Soldaten jetzt tatsächlich in der Ukraine einmarschiert sind. Aber laut zwei Berichten, die ich gelesen habe, der eine spricht von 200.000, der andere von 250.000 russischen Soldaten. Angenommen, das stimmt, dann ist es ja auch nur ein Viertel der aktiven Streitkräfte, weil Russland hat ja eine Streitkraft von 1 Million Menschen, aber das sind nur die Aktiven. Mit Reservisten gehen das an die 2 Millionen Menschen. Also 2 Millionen Mann starkes Heer hat Russland quasi mit Inaktiven, die sie abschöpfen könnten. Also totaler Krieg sieht da ein bisschen anders aus. Also ein Vernichtungskrieg. Ich habe Interviews gehört von einem bulgarischen ehemaligen Militär, des bulgarischen Militärs, und er hat gemeint, mit 200.000 oder selbst mit 250.000 kannst du auch nie ernsthaft die Strategie verfolgt haben, die ganze Ukraine dauerhaft einzunehmen, zu besetzen und dort Stellungen zu fixieren und auch zu dirigieren, was dort passiert. Das kannst du militärisch nicht erwarten. Wenn du es erwartest, bist du ein schlechter General, dann hast du keine Ahnung von Geostrategie und so. Und das fand ich auch sehr einleuchtend. Also selbst empirisch kann man ja dagegen kontern und sagen, naja, aber ein Vernichtungskrieg wie Hitler, der schon die Jugend mobilisiert hat, wo Frauen schon in den Fabriken gearbeitet haben, wo die ganze Wirtschaft eigentlich nur auf Rüstungsindustrie umgestellt hat. Also das sieht ja strukturell und das sieht ja empirisch ganz anders aus. Also wie gesagt, das kann man leicht debunken, finde ich. Also da sprechen ja die Zahlen für sich. Ja, ich bin einverstanden damit. Darum habe ich auch das Gefühl, dass man noch etwas rausholen kann. Aber ich hatte heute Morgen wieder ein Gespräch mit einem deutschen Kollegen, und der ist felsenfest der Überzeugung, dass man mit Putin nicht verhandeln kann, weil er jedes Versprechen bricht und weil es anscheinend so viele Momente gibt, wo sie eben nicht das gemacht haben, was sie versprochen haben, was sie machen würden. Darum ist es absolut unmöglich. Es ist nicht, du kannst ihn nicht mehr einbinden in irgendwelche Gespräche. Und dann, wenn dem so ist, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Und dann, ja, gut, dann haben wir es mit dem Teufel zu tun. Und da kommt dann eben die Just War Theory, also die Theorie des gerechten Krieges hervor, dass man mit dem absolut Bösen eben auch nichts anfangen kann oder darf. Und dann hat eben auch die Neutralität ein Problem, weil wenn man nicht die gute Seite unterstützt, dann unterstützt man automatisch die böse Seite. Und das ist an sich dann ein böser Akt. Und das ist so die größte Feind der Neutralität, ist die Theorie des gerechten Krieges, weil sie eben keinen Platz lässt. Da ist kein konzeptioneller Space mehr vorhanden, in dem man neutral sein kann, weil es nichts... weil man eben automatisch in eines von beiden Lagern fällt. Und das ist eben George W. Bush, with us or against us, with us or with the terrorists. Es gibt keinen Mittelgrund. Drum ist Clausewitz so viel besser dafür. Wenn nämlich Krieg die Weiterführung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann ist Neutralität die Weiterführung der Politik mit den gleichen Mitteln.
Man macht einfach, man hört nie auf. Drum ist das Framing dessen, wie man einen Krieg oder einen Konflikt wahrnimmt, so essentiell. Und wenn es jetzt um Putin und um Russland geht, dann ist es halt im Moment auch einfach sehr schwierig, differenziert zu sagen, wir müssten eben zwischen Putin und den Russen und so weiter unterscheiden, schon alleine nur, wenn man sich vor Augen führt, dass man versucht, eigentlich die Russen kollektiv dafür zu bestrafen mit diesen Sanktionen und dass das die ganze Strategie ist, Leute eigentlich dann auch auf die Straße zu bringen und intern dann auch Putin loszuwerden, aber dass man sich sagt, doch, das machen wir jetzt, also wir bestrafen alle Russen, alle zusammen, dass das nicht als Sittenhaft oder Kollektivstrafe gewertet wird, sondern einfach als politisches Kalkül und Intelligenz, dann muss ich ja auch sagen, okay, vielleicht ist dem so, ich bin nicht einverstanden damit. Und ich möchte einfach noch eines sagen, ich habe je länger, je mehr das Gefühl, das ist die wichtigste Frage in der Politik und vor allem die Individualpolitik, also jeder von uns, der politisch denkt, ist höchst für mich im Moment wahrscheinlich, what if I'm wrong? Was, wenn ich daneben liege? Weil dann würde sich eben, wenn meine Analyse falsch ist, dann lösen sich alle meine höheren Werte und Vorstellungen dessen, was geschehen sollte, in Luft auf. Drum, also was, wenn ich falsch liege? Was, wenn Putin tatsächlich Hitler ist? Diesen Gedankengang, den müssen wir gehen, auch wenn wir ehrlich sein wollen, auch wenn wir es nicht haben, wenn wir es nicht möchten. Aber wir müssen das tun. Das Einzige wäre einfach, das Schöne wäre, wenn die andere Seite das auch tun würde und sagen würde, ja, okay, wenn man davon ausgeht, dass Putin nicht Hitler ist und dass man mit ihm trotzdem verhandeln kann, wenn man eine Lösung findet, die tatsächlich auch im russischen Interesse ist, die sie selber verteidigen wollen, dann können wir allenfalls uns hinsetzen und auch die Ukraine jetzt wieder befrieden, respektive die Russen und die Ukrainer befrieden und Europa befrieden. Aber ja, das wird dann häufig abgelehnt. Ja, vielleicht zum positiven Abklang dieses wunderbaren Gespräches, vielleicht ein Appell oder vielleicht brechen wir mal eine Lanze für die Neutralität, indem wir zum Beispiel auch historisch ein bisschen den Kontext zeigen. Also in meines Erachtens, aber ich bin auf jeden Fall in diesen Studien überhaupt nicht bewandert und muss ehrlich gestehen, habe wenig gelesen, bis auf deine Texte. Aber welche sozialen Strukturen, also wenn wir uns anschauen, Gesundheitssystem, Bildungssystem, wenn wir uns anschauen, öffentliche Infrastrukturen und so weiter, weisen neutrale Staaten auf im Verhältnis zu eben anderen? Weil es ist doch logisch, dass die zum Beispiel viel weniger Zeit und Ressourcen in Krieg, in Militär, stehende Armee investieren müssen. Also stimmt meine Assumption, also oder ist das ein positives Vorurteil, was vielleicht auch so nicht stimmt? Ich habe das Gefühl, es ist ein positives Vorurteil, das so nicht ganz stimmt. Einfach aus dem Grund, dass eben aus meinen Studien heraus von den neutralen Staaten oder den Staaten, die sich Neutralität und Bündnisfreiheit und all die anderen Konzepte, die so da waren, die das immer wieder mal bedient haben oder sich dessen bedient haben, da gibt es irgendwie wie keine, es lässt sich keine Repetition finden oder keine Struktur. Also wie gesagt, wir haben von einer direkten Demokratie wie der Schweiz bis hin zu einer absoluten Diktatur wie Turkmenistan, so die ganze Bandbreite von Staaten, die sich der Neutralität bedienen. Und da haben wir eben Österreich und Irland, die dann parlamentarische Demokratien sind. Wir haben Staaten, wir haben den Vatikan. Ich meine, der Vatikan ist eine Theokratie. Ohne Armee, eine pazifistische Theokratie. Okay, sie haben die Schweizer Gardisten, aber das ist keine Armee, das ist eine Leibwache. Es lässt sich hier nicht irgendwie wie eine Regelmäßigkeit rausfinden. Man kann einfach sagen, die können dann ganz unterschiedlich strukturiert sein. Und eben, es gibt dann Staaten, die Schweiz hat eine relativ große Armee und hatte auch während dem Kalten Krieg eine relativ große Armee für ihre Größe. Das war auch hochmilitarisiert. Und da musste schon auch Ressourcen dafür aufgewendet werden. Währenddessen haben wir Staaten wie eben Japan, die in einer engen Militärallianz drin sind, aber dank dieser Allianz dann eben auch Einsparnisse machen können und die dann für soziale Zwecke aufwenden können und auch tun. Also die Neutralität in dem Sinn ist einfach eine außenpolitische Maxime, die eigentlich eine andere Strategie verfolgt als die Allianzstrategie.
die Allianz ist eben einer für alle, alle für einen. Wir sind gemeinsam stärker und wir werfen dann unsere militärischen Ressourcen in einen Topf und dann haben wir mehr davon. Und die Neutralität ist das Umgekehrte und sagt, nein, wir schauen drauf, also gerade permanent neutrale Staaten, permanent, nicht situativ, nicht so wie China im Moment, sondern wie Schweiz und Österreich, das ist die Idee, wir schauen, dass wir uns selber verteidigen können, aber dass wir für niemanden eine Bedrohung darstellen. Denn wenn wir niemanden bedrohen, dann gibt es relativ wenig Gründe, uns anzugreifen. Das ist eben meiner Ansicht nach eine positive und eine deeskalierende Position. Und darum habe ich nicht das Gefühl, dass Finnland und Schweden, die diese Position jetzt aufgeben, dass die zur Deeskalation auf dem Kontinent beitragen, sondern eben eher das Umgekehrte tun werden. Sie verschlimmern das Sicherheitsdilemma, indem dann mehr Sicherheit für NATO, mehr Firepower für die NATO automatisch eine größere Bedrohung für Russland ist, respektive Russland wieder in diese Minderposition reinführt. Und aus der Konfliktforschung wissen wir, dass Individuen und auch Staaten Minderpositionen immer versuchen zu kompensieren. Und die kann man kompensieren über zwei Arten und Weisen. Entweder man macht selber eine Allianz, Warschauer Pakt lässt grüßen, weil dann hat man auch wieder mehr Firepower, oder man rüstet einfach auf, einfach mehr Bang for the Buck. Also man gibt mehr aus und man hat dann mehr Waffen. Aber dann wird die andere Seite wieder sagen, guckt, jetzt rüsten die auf. Haben wir es nicht gesagt, wir müssen auch wieder aufrüsten. Also das ist dann eben diese Psychologie des Ruins und des Verhängnisses. Und im Moment habe ich einfach Angst, dass wir da nicht rauskommen, weil es scheint niemand willens zu sein, sich da rauszuarbeiten. Aber drum die sind die neutralen Staaten und neutrale Pufferstaaten eigentlich etwas, was ich finde, was eben eher helfen kann, zu deeskalieren. Es ist einfach im Moment eine Tragödie, dass sich das in die umgekehrte Richtung entwickelt, anstatt dass wir mehr Neutrale haben, die eigentlich zur Deeskalation beitragen, haben wir weniger. Und da kann man gerne sagen, guck, wir haben es gesagt. Dann sage ich, ja, okay, toll. Toll. Ja. Haben wir halt mehr Konflikt. Ich schließe mich absolut deiner Meinung an und ich hatte vor zwei, drei Tagen ein sehr spannendes Interview mit Professor Dieter Senkers, einer Legende der Friedensforschung, hat ja auch mitunter die Dependenztheorie weiterentwickelt und so weiter, also die Abhängigkeit von globalen Staaten des globalen Südens vom globalen Norden und hat die strukturelle Dimension dahinter sehr treffend analysiert in vielen Werken. Und er zum Beispiel hat ja auch in seiner Dissertation auch schon geschrieben um dieses Abschreckungsszenario und dieses Kalkül der Abschreckung. Und er hat gemeint, das war zu dieser damaligen Zeit, nämlich des Kalten Krieges, eine sehr relevante Strategie. Und hat die ja zum Wettrüsten geführt natürlich. Und ja, eben er würde sich ja auf jeden Fall deiner Meinung anschließen. Und genau darin ist ja auch dieser ganz sperrige Begriff erwähnt worden seinerseits, und zwar dieser militärisch-industrielle. Und dann hat er noch hinzugefügt akademische, mediale. Komplex. Ich lasse jetzt sicher einen Begriff aus, aber genau in diesen Interviews halt dieser fette Begriff quasi aufgetaucht und das erklärt so strukturell, okay, welche Kreise, Interessensgruppen haben hier eben ein Incentive auch mehr, also sich auch zu legitimieren und auch, ja, dass ihre Branche wächst. Also das ist halt eine sehr gefährliche und er hat auch zugestimmt, dass er derzeit eine sehr große Parallele zum Kalten Krieg sieht. Also für ihn ist das, ja, die Parallele ist nicht von anzuweisen. Ja. Jack Matlock widerspricht dem und sagt, der Kalte Krieg hatte tatsächlich ideologische Untergründe. Also wir hatten kommunistische Ideologie gegen kapitalistische Ideologie und die ist weg. Das ist ja keine Frage. Und darum widerspricht er dem. Aber von der Struktur dessen, was geschieht, bin ich eigentlich damit einverstanden. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt auf eine Situation zusteuern, wo wir quasi einen Mix haben aus Kalten Krieg und 19. Jahrhundert Großmachtspolitik und eben Krieg wieder nutzen als Mittel, um politische Interessen durchzusetzen. Das ist, was Putin im Moment gerade macht. Das ist aber auch das, was die USA schon gemacht haben im Irak und gemacht haben in Libyen und in Syrien und was geschehen ist eigentlich dann auch mit Intervention in den Kriegen im Balkan. Also wir haben Macht
Okay, der Balkan ist, nehmen wir den mal aus, weil dort, da waren wirklich so viele Dinge miteinander am Spielen. Aber nehmen wir, also der Irak ist einfach, der, ich kann den Irak und die Ukraine, die muss man miteinander vergleichen, weil die so ähnlich sind in dem, was auch der Legitimation dessen, was geschehen ist. Und dass wir eigentlich jetzt in der Situation drin sind, in dem Staaten wieder sagen, wir können schon ein bisschen Militär einsetzen, wenn wir das wollen, aber gleichzeitig diese Großfrontenbildung und das Säbelrasseln und die ideologische findet eure Camps. Wobei im Moment das Ding ist, die Russen machen das nicht. Sie haben zwar Belarus quasi reingeholt in ihr Boot, aber sie versuchen jetzt nicht, wie auch den Warschauer Pakt neu zu beleben. Auf jeden Fall im Moment nicht. Die Chinesen eben auch nicht. Also die Chinesen und die Russen sind beide eigentlich eher eine Strategie der Nicht-Allianz am Fahren. Wenn sich das ändert, sollte sich das ändern für einen von beiden oder für beide, dann würden wir wieder in diese absolute Polarisierung rein. Aber ich sehe eben eher eine multipolare Welt jetzt im Moment gerade am Entstehen, die dann aber sich trotzdem ideologisch, also respektive propagandistisch voneinander abkapselt. Das sieht man ja auch wunderschön. Also, dass man in Europa Russia Today nicht mehr sehen kann, ist einfach ein Paradebeispiel dessen, wie im Moment gerade sich die epistemischen Communities auseinander bewegen und auch dort gehalten werden sollen, also von den Russen ja auch. Und dass wir in unserer eigenen Propaganda danach unterliegen und die auch gefüttert kriegen und das Framing, dass man dann Mariupol, diese letzten Kämpfer, die aufgegeben haben, dass das dann als Evakuierung geframed wird, anstatt als Oder Freiheitskämpfer, ja. Freiheitskämpfer, die jetzt evakuiert werden von den Russen. Aber es ist im Moment eigentlich, ich hätte mir das noch vor 5 Jahren nicht vorstellen können, dass wir in einer solchen Situation drin landen, in der dann auch Sprache so missbraucht wird, um auch bei uns eben die Public Opinion in eine ganz, ganz bestimmte Richtung zu leiten. Aber da sind wir drin, mittendrin. Und wir können noch drüber reden. Wir haben noch diese Meinungsfreiheit und wir werden wahrscheinlich nicht dafür getötet, zum Glück. Ich hoffe, dass das so bleibt. Aber dass wir sind in auch sozial, in einem Moment, der wirklich schwer zu vergleichen ist. Und da habe ich Jess Freeman ja gefragt, können Sie sich an einen Moment erinnern, wo die Ideologisierung der Gesellschaft, der westlichen Gesellschaft zu stark war? Und seine Antwort war eben, dass er den McCarthyism noch miterlebt hat, ganz wenig. Und er sagt, this is worse. Es ist schlimmer im Moment. Ja, Ja. aber wir machen weiter, würde ich sagen, oder? Ja, Also, wir können sowieso, nichts anderes sowieso, machen, ja. als darüber zu Sowieso, sprechen und es ja. auch zu analysieren. Und vielleicht, maybe we are wrong. Vielleicht Ja. haben wir ja auch recht. Sowieso, sowieso. Also selbstkritisch muss man sowieso immer bleiben, aber das ist ja auch eben der Punkt, dass sich so gewisse mediale Bubbles bilden, die eben davon ausgehen, dass sie recht haben und sie lassen ja keine andere Meinung zu. Allein diese dichotome Gegenüberstellung Gut versus Böse, allein feministische, anarchistische, neomarxistische, poststrukturalistische, sonstige Theorien zerlegen ja, dekonstruieren ja dieses dichotome Denken und sagen, hey, so könnt ihr nicht denken, das ist Mittelalter-Style. Und ganz eine Parallele, die ich jetzt auch ziehe, weil die sehe ich durch die Aussage von Lloyd Austin, der ehemalige Pentagon-Chef, mittlerweile Außen-, also Verteidigungsminister. Und er wird ja auch gefeiert als der erste schwarze Verteidigungsminister. Was aus intersektional feministischer Perspektive ganz witzig ist, weil hat er jetzt wirklich mehr Frieden gebracht, nur weil er schwarz ist? Oder was hat er dazu beigetragen, dass es der schwarzen Community zum Beispiel besser geht? Also man muss immer schauen, okay, er repräsentiert zwar etwas, aber bringt durch seine Repräsentation eher mehr Wohlstand, mehr Frieden, mehr, was ich, egalitäre Strukturen. Und da ist die Antwort ganz klar, nein, da muss man jetzt kein großer Philosoph sein. Aber die Aussage, die er getroffen hat, war sehr beängstigend, weil er hat gemeint, we have to need to weaken Russia oder so ähnlich hat er das gemeint. Und das sind schon starke Worte, weil was meint er mit to weaken Russia? Also ökonomisch sind ja die Sanktionen sowieso mal wie ein Schlag gewesen. Und dann auch noch militärisch. Also das geht schon Richtung. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Liberale, die es durchaus gut meinen, also in meiner Bubble zum Beispiel und viele meiner Kollegen, da habe ich heftige Streitereien gehabt, mit auch engen Freunden und Kollegen, die mir vorwerfen, ich hätte
den Punkt nicht verstanden. Und zwar eben, so wie du sagst, Putin ist böse und so weiter und den kann man nur stoppen mit Krieg. Und mein Problem ist und meine Antwort ist immer, aber was ist, wenn ihr falsch liegt? Und die USA oder der Westen versucht gerade eine geopolitische Strategie, Russland zu schwächen. Und was ist, wenn die Annahme vielleicht richtig ist? Weil dann involviert ihr euch in eine Waffenlieferung und in einen Krieg, der absichtlich in die Länge gezogen wird, wo absichtlich diplomatische Annäherungen nicht gelingen könnten. Also so ähnlich wie im Afghanistan-Krieg. Also da wurde ja die Sowjetunion in einen Krieg quasi involviert, 10 Jahre lang, wo auf der anderen Seite die Mujahideen, die Taliban von West, also Terroristen im wahrsten Sinne des Wortes, von CIA ausgebildet und mit Waffen unterstützt wurden und so weiter. Also das Szenario zum Beispiel ist mein persönliches Angstszenario. Ich habe Angst, dass der Krieg in der Ukraine mehrere Jahre dauert. Und, ja. Und das zum Beispiel muss es gelten, das muss es zu verhindern. Genau. Ja. Das müssen wir verhindern. Absolut einverstanden. Und ich teile diese Analyse. Also, und das ist auch Jess Freeman einverstanden. Also er hat diesen Satz geprägt, den auch Noam Chomsky dann aufgegriffen hat von ihm. Currently NATO, we are willing to fight until the last Ukrainian. Also wir sind bereit, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Und das einzige Gute, was ich an der Position sehe, ist, dass man wenigstens keine NATO-Soldaten schickt und den Konflikt offiziell eskalieren lässt, also dass man keine No-Fly-Zone gemacht hat. Gott sei Dank, sonst hätten wir den Dritten Weltkrieg schon. Aber dass man eigentlich bereit ist, unter der Idee, dass man der Ukraine hilft und den Ukrainern hilft, sich selber zu verteidigen, ihnen Waffen schickt und sagt, ihr verteidigt euch eben und ihr kämpft und ihr blutet die Russen jetzt aus, so wie man eben mit den Mujahideen geholfen hat, um die Russen, also die Sowjets auszubluten. Das ist eine extrem martiale Herangehensweise. Und dann ist dann normalerweise das Argument, ja, aber willst du denn, dass sie aufgeben müssen? Eben, dann werden sie alle getötet. Und noch, wenn nicht, das ist ja schrecklich für die nationale Psyche. Das ist ja, das würde ja die Ukraine vernichten. Und da muss ich sagen, ja, es tut mir leid, ich lebe in einem Land, das im Moment so funktioniert, wie es funktioniert, weil es aufgegeben hat. Und das konnte sich 1944 kein Japaner vorstellen. Das war undenkbar. Ich meine, dass man aufgibt und dann sich von den USA besetzen lässt und dass dann trotzdem ein Morgen, dass die Sonne trotzdem aufgeht und dass Menschen trotzdem noch leben, das war so unvorstellbar, dass gewisse Menschen, als das geschehen ist, sich lieber selber erschossen haben, als das mitzuerleben oder die Klippe runtergesprungen sind. Aber schlussendlich war es die Rettung dieses Landes. Ich will nicht sagen, dass die Ukraine sich ergeben soll. Das liegt mir nicht. Das obliegt mir nicht. Aber das Faktum wahrscheinlich, dass wenn man diesen Krieg beenden würde, ob aufgeben oder am Verhandlungstisch ausarbeiten, dass das Menschenleben retten würde, steht für mich eigentlich relativ außer Frage. Außer eben man sagt, nein, dann geht Putin hin und dann macht einen Holocaust. Ich sehe dafür relativ wenig Anzeichen. Wenn man davon ausgeht, dann gut. Aber gut, das ist so. Und eben dann ist die Frage, ist es die moralische Pflicht des Westens, dann Waffen zu liefern? Ich würde sagen, nein, da teile ich eben die Meinung von Leuten wie der irischen Abgeordneten im EU-Parlament, Claire Daly, die ja gesagt hat, nein, wir sollten keine Waffen liefern. Wir müssen die Ukraine dazu bringen und Russland dazu bringen, diesen Krieg am Verhandlungstisch zu beenden, weil alles andere wird ein Geschlachte. Die Ukrainer werden weiterkämpfen, natürlich. Natürlich werden sie und die Russen auch, weil sie haben keine, es gibt nichts mehr dazwischen. Was bedeutet es denn, dass Russland den Krieg verliert? Also inklusive der Krim, die sie schon in ihr Staatsgebiet integriert haben über die Verfassung. Also was bedeutet den Krieg verlieren für die Russen und was bedeutet den Krieg gewinnen für die Ukraine oder vice versa? Wie gewinnt man dieses Debakel, außer man beendet des Willens, also mit dem Willens von beiden Seiten jetzt zu sagen, wir müssen einen Strich unter dieses Ding ziehen, so wie man das in anderen Orten, in anderen Kriegen auch gemacht hat. Also Jugoslawien wurde schlussendlich, wurden Striche gezogen und man hat gesagt, jetzt hören wir einfach, jetzt wird aufgehört und es wurde aufgehört. Und dann gibt es nichts anderes,
als auch mit dem Vergeben anfangen. Es gibt nichts anderes. Ich meine, Singapur hätte nie und nimmer sich zu dem entwickeln können, was es heute ist, wenn es Japan alles vorgehalten hätte, was sie verbrochen hatten. Ich meine, in ganz Südostasien musste man auch Japan vergeben, damit man weiterkommen konnte. Und man musste in Europa Deutschland vergeben, und um weiterzukommen. Und dieses, und dann auch, und auch im Kalten Krieg musste ein Willy Brandt sagen, wir machen jetzt Ostpolitik und wir wissen, dass wir unglücklich sind, aber wir müssen diese bittere Pille schlucken, wenn wir politisch weiterkommen wollen. Und in dieses Denken müssen wir wieder hinein. Und da kann man uns schon vorwerfen, dass wir hoffnungslose Optimisten und Pazifisten sind. Aber eben die Alternative ist der Krieg. Und dann sollen sie wenigstens zugeben, dass sie den Krieg wollen. Dann kann ich wenigstens sagen, gut, wir verstehen uns wenigstens. Ja, da möchte ich nur ergänzen, Lorraine Ballhorn hat zum Beispiel im Jacobin Magazine einen sehr spannenden Artikel geschrieben, wo er gemeint hat, alle Beteiligten sind schon jetzt ein Verlierer. Also man kann einen Krieg per se nicht gewinnen. Also dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen und gewinnen, das ist rein rhetorisch, oder die Diskussion mit, ja, Putin will sein Gesicht bewahren, er kann sein Gesicht eh nicht mehr bewahren, mit dem Georgienkrieg und mit Transnistrien und was der schon alles verbrochen hat, auch im Land intern, welche neoliberale Politik er geführt hat, da kann er kein Gesicht mehr bewahren, also kein denkender Mensch nimmt an, dass er ein guter Mensch ist, egal wie der Krieg endet. Genau, und was ich auch spannend fand, ist eben dieses Dilemma, das kennen wir aus der Friedensforschung eben mit der Transitional Peace und so weiter. Das ist eben so ein Problem mit, da gibt es auch zwei Extrempositionen. Die eine sagt nie wieder und nie vergessen. Das ist die eine Extremposition, und die andere Extremposition ist, ja, okay, schwamm drüber, so als ob es nie passiert ist. Beide blenden gewisse Dinge aus oder beide emotionalisieren auf eine andere Art und Weise, weil zum Beispiel, ja, schwamm drüber ist ja auch schlecht, weil dann haben wir nicht die Zeit, darüber zu reflektieren, hey, was ist schiefgelaufen? Also welche Strukturen liegen hinter Putin? Welche oligarchischen Machtinteressen, auch Kapitalismus, Staatssysteme, man muss auch dann das große Ganze dann irgendwo auch benennen mit Ross und Reiter, und wo liegen die Strukturfehler, so dass das, also jetzt ganz utopisch gesprochen, aber auch das müsste man dann andiskutieren. Und genau das ist zum Beispiel etwas, was so eine, ja, okay, Frieden und ja, Putin war eh nicht so böse, lass uns das vergessen. Das blendet diese Position aus. Die andere Extremposition, nie wieder zum Beispiel, habe ich so das Gefühl, bleibt in einen Hass drinnen, der nie vergeht. Und wenn du nie darüber hinwegkommst, was passiert ist, also wenn du natürlich aufarbeiten, natürlich reflektieren, natürlich auch kritisch schauen, dass diese Strukturen nie wieder so in der Form wieder kommen, das ist absolut korrekt. Aber dieser Hass, weil ein Gefühl von Hass, das ist unproduktiv. Und ich glaube, dass das verhindert werden müsste, um dauerhaft Frieden zu schaffen. Das ist, dafür gibt es auch so viele Beispiele. Ich meine, wir haben den Zweiten Weltkrieg der Art und Weise zu verdanken, wie der Erste Weltkrieg aufgehört hat, und dass man eben aus Hass heraus Deutschland im Versailler Vertrag eigentlich etwas aufdiktiert hat, was schon den Leuten damals klar war, dass das kommt nicht gut. Also hier legen wir gerade das Fundament für Revanchismus. Und diesen Revanchismus müssen wir um jeden Preis vermeiden, wenn diese Tragödie nicht noch schlimmer werden soll. Weil eben im Moment habe ich das Gefühl, haben wir es mit einem Russland zu tun, mit dem man durchaus noch reden und verhandeln kann. Aber dass wir, wenn dann tatsächlich ein Schlechter daherkommt, der auch dann, ja, dann haben wir überhaupt nichts mehr zu lachen. Und dieses die Friedensentwicklung, respektive eben auch dieses mit dem freien Frieden schließen, und das Frieden schließen an sich muss halt auch wieder zu einer Art, sollte zu einer Art Tugend werden, weil das ist ja auch was, im Moment hat man das Gefühl, man macht nur Frieden mit Freunden, aber dass man, um Frieden zu schließen, dass man nur mit Feinden Frieden schließt, das muss man sich halt auch vor Augen halten. Und natürlich ist der Krieg, in dem man gerade drin ist, respektive die Zeit, in der man drin ist, ist immer die schlimmste. Aber eben,
nehmt, macht einen Schritt zurück und schaut euch den Kontinent an, wie er während 200 Jahren funktioniert hat. 200 Jahre, jede Dekade, immer wieder Krieg. Again and again and again. Und jedes Mal sagen wir, aber dieses Mal ist es am schlimmsten. Und dieses Mal sind wir wirklich die Guten. Und es kommt nicht darauf an, ob Napoleon in Russland einmarschiert oder das Deutschland des Ersten Weltkrieges oder des Zweiten oder während dem Kalten Krieg. Wir haben immer das Gefühl, wir sind die Guten. Aber das müssen wir ja. Aus der Logik des Krieges. Wir können ja keinen Krieg führen, respektive wenn wir nicht das Gefühl haben, wir stehen auf der richtigen Seite. Es geht ja keiner in den Krieg, weil er das Gefühl hat, ich liege daneben. Also müssen wir doch diesen Schritt zurück machen und sagen, irgendwie müssen wir das stoppen. Wir müssen das Schlachten stoppen. Ob man das hätte im Zweiten Weltkrieg machen können oder nicht, ich kann das nicht beantworten. Ich weiß nur, wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, dann wäre die Diskussion dessen, was der Zweite Weltkrieg war, heute ein ganz anderer. Und dass wir uns an den Holocaust erinnern, ist wichtig und gut und der darf nie vergessen gehen. Aber dass wir uns nicht an die Genozide der imperialen Mächte Großbritanniens erinnern oder der oder schon alleine nur, dass andere Genozide, die stattgefunden haben, lang nicht das gleiche Gewicht haben. Dafür gibt es Gründe, dafür gibt es strukturelle Gründe. Und man muss Genozid an sich, darf nicht geschehen, darf nicht passieren. Aber das Geschichtsverständnis, das wir haben, hat sich schon dadurch entwickelt, dass halt auch gewisse Siege auf gewisse Arten halt errungen wurden. Und eben das in Tokio ein Kriegsverbrechertribunal stattgefunden hat und dass man die Leute gehängt hat, die dann ganz viele Leute in China ausradiert haben und ganz viel Leid verursacht haben, aber nicht die Leute, die in Japan, also mit Atombomben Leute in Asche verwandelt haben. Das hat auch Gründe. Und die Welt ist leider imperfekt. Und wenn man weiterkommen will, dann muss man an irgendeinem Punkt sagen, so, jetzt wollen wir eine Lösung. Und ja, mit Neutralität hat es relativ wenig zu tun, wobei eben die Neutralität, wenn man sie machen lassen würde, respektive wenn man das Konzept unterstützen würde, dann hätte man Möglichkeiten in der internationalen Politik, um gewisse Dynamiken zu verhindern. Und ich würde mal hoffen, dass man das in Zukunft besser, dass man das anwenden können, obwohl eben der historische Track Record ist leider nicht gut. Ja. Wobei auch nicht das Schlimmste. Also, ja. Hast du irgendwie bemerkt, vielleicht jetzt zum Abschluss, weil du jetzt auch Atombomben, das wollte ich dich nämlich vorher schon fragen, weil du ja in Japan auch lebst, Hiroshima und Nagasaki sind doch schon, also wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, noch nie wurde eine Atombombe auf jemanden geworfen. Und plötzlich hat das US-Imperium entschieden, okay, werfen wir mal zwei ab, schrecken wir damit auch die Sowjetunion ein bisschen ab, damit wir Signale setzen an die Welt, hey, mit uns könnt ihr nicht spielen. Und die eine Frage ist vielleicht, war das der Grund, warum Japan aufgegeben hat? Weil die konventionelle Geschichtsschreibung sagt immer, ja, okay, und das war notwendig, um die Japaner in die Knie zu zwingen, damit sie aufgeben. Die zweite Frage wäre, gibt es da auch so eine Erinnerungskultur? Also, weil wie als Japaner, ich verstehe das ja gar nicht, du hast eine Macht, die wirft zwei Atombomben auf dein Land. Und dann erlaubst du ihnen, Militärbasen in dein Land zu installieren und dann ist deren Präsenz einfach omnipräsent und die Wirtschaft ist ja verflochten miteinander. Teilweise erleben wir auch so eine amerikanische Kultur, also mit Hollywood-Filmen und so weiter. Und da denke ich mir, wie vereinbaren die Japaner das? Also wie ist dein Eindruck zu diesen Themenstellungen? Jetzt nur so Beobachtungen. Also meine Beobachtungen sind, dass die Japaner das dadurch verarbeiten, dass sie sich eigentlich auf das eigene Leiden konzentrieren und dann sagen, nie wieder Krieg. Und das ist eben das Schöne. Also sie haben das abstrahiert und gesagt, Krieg an sich ist das Übel und das Elend. Die eigene Schuld wird von den linken Kreisen eingestanden und gesagt, das war falsch. Wir haben schlimme Verbrechen begangen und die linken Akademiker hier auch, die arbeiten auch daran, die arbeiten das auch auf. Aber dann gibt es auch rechte Interpreten, die dann sagen, nein, wir haben da eigentlich uns versucht zu behaupten und wir haben es einfach nicht geschafft. Und dann gibt es auch hier Diskussionen.
Wobei eben die Konzentration gerade in Hiroshima und Nagasaki immer auf dem Leiden der Menschen ist. Und das ist relativ hilfreich. Es ist hilfreich dahingehend, dass man eben keinen Hass für die Amerikaner schürt, sondern dass man sagt, wir müssen miteinander auskommen, wir kommen miteinander aus und die Amerikaner sind unsere guten Freunde. Auf der anderen Seite hat es eben diesen negativen Beigeschmack, dass man sich immer auf das eigene Leiden konzentriert und nicht auf das der anderen. Also in China, in den Philippinen und in Südostasien, was alles angerichtet wurde. Also da hat Deutschland sehr viel mehr Aufarbeitung gemacht. Willy Brandts Kniefall, das war sehr, sehr wichtig, oder? Für die auch die Geschichte, die eigene Wahrnehmung und sich dieser Schuld auch bewusst zu sein. Deine Frage zu den Atombomben, da muss man zwei Dinge dazu wissen. Die Atombomben selber waren nur ein Teil der Kriegsführung der Amerikaner hier drüben. Die Brandbomben in Tokio haben mehr Leute getötet in einer Nacht als Hiroshima oder Nagasaki. Das sind 100.000 Leute hier gestorben. Diese Brandbomben hat man natürlich über den Quartieren der armen Bevölkerung abgeworfen und nicht der reichen Eliten, weil die braucht man ja, um aufzugeben. Also das war strategisch intelligent, menschlich. Die Leute haben gebrannt, also da hat ganz Tokio gebrannt, ein ganzer Fluss, der dann der gekocht hat. Mit Geschichten davon, dass dem Piloten schlecht wurde von dem Geruch von menschlichem Fleisch. Das war unmenschlich. Hiroshima und Nagasaki auch. Aber der Punkt ist, dass aus der strategischen Warte Tokios von damals waren Hiroshima und Nagasaki zwei weitere Städte, die vernichtet wurden. Dass sie durch Atombomben vernichtet wurden, war eigentlich zweitrangig. Wobei die Atombombe dem Generalstab in Tokio und auch dem Kaiser eine gesichtswahrende Lösung gegeben haben, um zu sagen, warum man jetzt aufgeben muss, um das auch der eigenen Bevölkerung zu erklären. Und man konnte das dann durch die technologische Übermacht des Feindes erklären und nicht durch die eigene Unterlegenheit. Also man kämpft heroisch, aber jetzt ist man halt einfach von zu viel Technologie überwältigt. Also dort hat es geholfen. Aber es gibt noch einen zweiten ganz, ganz wichtigen Punkt, der von meiner Warte aus und den Dokumenten, die ich gelesen habe, fast wichtiger war als die Atombombe. Und das war der Kriegseintritt Russlands. Wie gesagt, Russland und Japan waren neutral einander gegenüber, währenddem sie ihre Alliierten auf der anderen Seite bekämpft haben. Aber Russland hat diesen Vertrag ein Jahr vor Ablauf gebrochen und ist am 9. April in den Krieg eingetreten gegen Japan. Das war auch der Tag der zweiten Atombombe. Und von dem, was ich gelesen habe, von den Diskussionen, die dann im Generalstab stattgefunden haben, war relativ klar, dass jetzt ist auch strategisch der Krieg verloren. Also wir können allenfalls einen Guerillakrieg gegen die Amerikaner führen, aber wir können nicht noch die Sowjets auch noch abhalten. Also das ist das Ende des Staates und der wird dann auseinandergerissen und dann ist die ganze Nation der Japaner weg, wenn wir jetzt nicht aufgeben. Und das war schlussendlich das Zünglein an der Waage, was dann auch dem Kaiser erlaubt hat, das Tai, also die 50-50, wo abgestimmt wurde zwischen den Führern der verschiedenen Sektionen, eigentlich dann zu sagen, nein, wir geben jetzt auf, wir hören auf. Der russische Kriegseintritt ist, wenn nicht matchentscheidend, dann mindestens genauso wichtig wie die Atombombe, aber eben aus verschiedenen Gründen und auch innenpolitischen Gründen, damit Japan aufgeben konnte und damit dieser politische Deadlock auch durchbrochen werden konnte. Und aufgeben ist ganz schwierig. Es ist eines der Ich bin mir gar nicht sicher, ob zum Beispiel die Ukraine heute aufgeben könnte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es möglich wäre oder ob Russland aufgeben könnte, ob überhaupt die politischen Strukturen bestehen, dass einer von beiden sagen könnte, so jetzt der ganze Staat hört, wir hören jetzt auf und wir ergeben uns der anderen Macht gegenüber. Es könnte gut sein, dass das dann eben zum Zerbrechen dieser Machtstrukturen führen würde und dass man Coup hätte und Coup und so weiter, die das verhindern wollen, was man in Japan hatte. Also die Offiziere haben versucht, diese Entscheidung rückgängig zu machen und sind zum Glück gescheitert damit. Die haben versucht, die Schallplatte zu kriegen, auf der
der Kaiser seine Stimme aufgenommen hat zum ersten Mal überhaupt, um dann zu verkünden, dass man jetzt aufgibt. Und die haben versucht, die zu stehlen und dann auch den Kaiserpalast einzunehmen, um den Kaiser vor sich selber zu schützen, respektive vor den bösen, schlechten Einflüssen von außen. Und das ist zum Glück misslungen. Und dann war das Aufgeben, hat dann funktioniert. Ja. Was ja, dann Frieden gebracht hat zum Glück. Was jetzt nichts heißen soll, dass die Ukraine aufgeben soll oder muss. Aber es ist einfach, wir müssen uns das vor dem inneren Auge halten, dass ein Aufgeben oder respektive auch ein Frieden wiederherstellen der Anfang von etwas Neuem sein kann und nicht unbedingt der Anfang eines Genozides sein muss, sondern das Ende eines Genozides sein kann. Ja, absolut, genau. Und bei den Bildern, also bei Mariupol zum Beispiel, wo sich jetzt mehrere hundert Leute ergeben haben, da merkt man ja auch, die wurden ja nicht erschossen. Also das bedeutet ja auch hier, es ist ja aufgeben, ist ja nicht gleich, dass du dich gleich erschießen sollst oder dass du gleich, was weiß ich, sondern es gibt ja weitere Prozesse danach. Also ja. Ich glaube, das muss man ja auch vor Augen halten, dass das Leben ja auch weitergeht. Plus, ich fand ein Argument, ich weiß nicht, ob es vom Kollegen Heinz Gärtner war, aber das war sehr einleuchtend. Weil jeder Krieg, egal wie blutrünstig er ist und egal wie lange er gedauert hat, schlussendlich mündet er ja trotzdem in eine diplomatische Verhandlung. Also früher oder später muss man ja sowieso auf den Tisch und dann sagen, okay, welches Stück vom Land willst du, welches Land will ich, welches ist realistisch, teilen wir uns. Also es ist doch sowieso immer so abgelaufen, weil meistens weiße alte Männer auf einen Tisch und dann skizzieren sie die Karte und die jungen anderen Männer haben halt am Schlachtfeld ihr Leben verloren, meistens ärmere. Und das ist ja. Also historisch eh klar, Klassiker. Deswegen, ja. Ich denke mir, früher oder später muss man verhandeln. Es gibt schon Gegenbeispiele gegen diese Interpretation, aber die sind dann eben meistens nicht sehr, sehr, sehr positiv für uns Europäer. Also die Verhandlungen, welche die nordamerikanischen Ureinwohner mit den reinkommenden Weißen geführt haben, die haben dann dazu geführt, dass sie quasi ausgelöscht wurden, so gut wie ausgelöscht wurden. Und zwar radikal, also und zwar auch mit ihrer Kultur und Identität und allem, was da war. Also es gibt Momente, da führt dann ein Krieg, also ein Krieg verlieren kann dazu führen, dass man alles verliert. Also Nordamerika ganz speziell. Es gibt natürlich noch Ureinwohner, aber der nordamerikanische Kontinent würde radikal anders ausschauen heute, wenn diese 450 Jahre nicht stattgefunden hätten. Da gibt es schon Gegenbeispiele, aber eben ich glaube nicht, dass wir in so einem drin sind. Ich sehe da die Parallele nicht. Wenn es ein Vernichtungskrieg ist, dann ändert sich alles, aber ich sehe es nicht. Und weil Vernichtungskriege und Replacements von ganzen Populationen, wir reden von Jahrhunderten, die das dauert. Und ich glaube nicht, dass wir hier in der Ukraine und Russland eine solche Situation vor uns haben. Aber es gibt die Beispiele. Man muss sich nur sich vor Augen führen, wer sie verbrochen hat. Ja. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke sehr herzlich für dieses zweistündige, aber sehr kurzweilige Gespräch. Ich habe viel dazu gelernt. Ich habe deine Texte auch gut gelesen und ich fand sie sehr erhellend und ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich finde nochmals ein Shoutout an diesen YouTube-Kanal von Neutrality Studies. Da ja sehr gute Gäste, sehr informativ, aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven wird hier Geopolitik betrieben und über Politik nachgedacht aus vielen verschiedenen, ja, finde ich super spannend, ein Shoutout und ja, einfach weiter so, weiter Bücher publizieren und ja. Mach mal, kommt bald wieder eins raus über neutrale Staaten nach dem Kalten Krieg, ein Update zu dem, was so alles stattgefunden hat, da ist dann auch Turkmenistan drin, da ist dann auch Serbien mit drin, ein Rundumschlag über alles, was so in den letzten 30 Jahren stattgefunden hat, inklusive den Vereinten Nationen und wie die sich geändert haben in ihrem Verhalten gegenüber der Neutralität. Das ist auch extrem spannend. Danke dir und danke auch dem Kanal und eurem Interesse und der Friedensarbeit. Und entschuldigen wir uns nicht dafür, dass wir Frieden wollen, sondern arbeiten wir dran, dass wir auf eine realistische Weise dazu kommen. Ich hoffe, wir schaffen es. Sehr schöne Schlussworte, super. Danke. Danke dir. Genau, tschüss, ich würde.